Original gegen Fälschung. Markenprodukt gegen Imitat. Muss es immer das teure Originalprodukt sein oder darf auch mal der Billigheimer im Einkaufswagen Platz nehmen? Was schmeckt besser? Das testen wir heute bei Löffelmesser Gäbel. Sehr, sehr gut, habe ich auch noch nicht gesehen. Offiziell Grimme-Preis nominiert und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Löffel, Messer, Gäbel. Und wenn ich sage wir, dann heißt das natürlich für euch, oh, Colin nicht allein im Studio, sondern hat mal wieder einen fantastischen Gast am Start. Und diesmal ist es wirklich fantastisch, denn ich habe an meiner Seite so etwas wie die Junkfood Koryphäen-Kompetenz im deutschsprachigen Raum sitzen, zufälligerweise aus Hamburg kommen, wie wir dann festgestellt haben. Neben mir sitzt Daniel, vielen von euch wahrscheinlich besser bekannt als Junkfood-Guru. Ja, vielen lieben Dank, dass ich heute hier sein kann. Ich find's richtig geil, allein schon der Tisch hier triggert mich total mit den ganzen leckeren Lebensmitteln. Ja, das Schöne ist, du wirst die Hälfte davon ja wahrscheinlich schon kennen, denn falls ihr Daniel noch nicht kennt, auf seinem Kanal Junkfood-Guru, da machst du das, was ich viel später angefangen habe. Du machst das schon seit Jahren. Ja. Du verköstigst ja so klassische Convenience-Süßigkeiten, Junk in Anführungsstrichen Produkte, wie der Name schon sagt. Ja. Du sagst, schmeckt gut, schmeckt schlecht. Richtig. Ziehst Referenzen herbei und hast da tonnenweise Videos. Ich glaube, jeden Tag machst du. Jeden Tag gibt's ein neues Video. Sind auch ganz einfach gestrickt, aber jeden Tag gibt's ein neues Video. Es gibt ja auch so viele neue Produkte und es macht einfach auch so einen Riesenspaß, weil wer geht nicht gerne durch den Supermarkt und entdeckt einfach neue Produkte und manchmal verpasst man ja sogar neue Produkte, Limited Editions. Die Hersteller sind so kreativ geworden. Mittlerweile hauen so viel raus. Und es macht einfach immer noch Spaß. Es wird nicht langweilig das, halt, ne? Auf jeden Fall. Das hätte ich auch nicht gedacht. Ich meine, unsere Schlagzahl hier ist viel, viel niedriger. Du konzentrierst dich ja meistens dann auf ein einzelnes Produkt oder eben Original versus Imitat oder sowas, dann mal aber auch in einer Produktfamilie. Und ich hab dich kennengelernt, als ich gegoogelt habe nach einem Produkt, was ich im Supermarkt im Kaufland, um präzise zu sein, gekauft hatte, es super geil fand. Und das ist das Schicksal vieler solcher Produkte, die nicht eine Marke haben oder super bekannt sind. Die sind dann mal da und dann sind sie irgendwann auch mal wieder weg. Und hier rede ich von Prima Food, diese Tiefkühlmenüschalen, die da gerne mal gereicht werden. Und da gab es mal die Variante Backofenpommes mit Chili-Cheese-Topping. Pervers geil. Pervers, also kennt ja jeder, Chili-Cheese-Fries ist ja mittlerweile ein Standard, ein kulinarischer Begleiter in fast jedem Diner oder mexikanischen Restaurant oder wie auch immer. Und die waren echt gut. Ja. Und da habe ich nämlich mal geguckt, ey, ich traute meinem eigenen Gaumen kaum. Da muss ich doch mal schauen, ob es da irgendwelche anderen Menschen gibt, die sagen, das ist Dreck oder die mir mehr dazu erzählen können. Und so habe ich dich gefunden. Wie und geil. Du fandst die auch gut, ne? Ja, wir haben gleich einen Geschmack, das ist doch mal ein guter Einstieg. Auf jeden Fall. Ich fand die wirklich auch gut, ja. Ja, und das ist so schade. Ich habe es nämlich jetzt noch gedacht, deswegen prangere ich an dieser Stelle. Wir bleiben doch direkt mal in der Konzernfamilie. Ich muss Lidl anprangern. Ja, denn Lidl und auch andere Discounter, das nervt mich da wirklich. Die haben manchmal tolle Produkte, in die man sich, wie jetzt auch in diese Prima Tiefkühlschale hochtreibend formuliert, verliebt. Und dann wird sie aus dem Programm genommen. Und dann, was bleibt zurück? Die Enttäuschung und die naive Hoffnung, dass es zurückkommt. Und es gab eine Sache, diese eingepackten Sandwiches. Die kennst du, ne? Ja, logischerweise kennst du. Tatsächlich noch nie gegessen. Noch aber, nie? Nein. Ich war immer, als du es in die Mikrowelle und in den Backofen schiebst. Ich bin so bei so heißer Fastfood, aber kalt so bin ich dann eher bei Schokolade und so weiter, aber bei Snacks war heiß. Es gab mal, auf jeden Fall, das ist auch, ist auch viel mit Vorsicht zu genießen, in Anführungsstrichen, da ist vollkommen richtig, aber es gab mal bei Lidl, die wechseln anscheinend immer regelmäßig mal den Macher oder die sagen, wie auch immer. Hersteller wird gewechselt, das stimmt. Und, und das ist fürchterlich und damit zieht die Tragik dann in diese Geschichte ein, denn es gab mal ein fantastisches Sandwich, das bestand aus Gouda, Remoulade und Paprika. Und das war wirklich, das klingt simpel und auch nicht wahnsinnig spektakulär, aber das hat so signifikant besser geschmeckt als alle anderen Sandwiches, die ich sowohl bei Lidl als auch in anderen Läden dieser Art irgendwie jemals verköstigt habe, so dass ich sie selber als treuen Begleiter auf Urlaubsreisen, wie auch immer. Und irgendwann haben sie den rausgenommen und alternativ gibt es jetzt dieses Sandwich mit Käse, Remouladen, Mayonnaise mit sauren Gurken. Und das ist ganz schlimm, weil ich auch immer das Gefühl habe, das sind immer auch so die Randstücke von den sauren Gurken, wo dann noch so kleine Zupfel dran sind und irgendwie noch so Härchen rausgucken. Und das ist geschmacklich überhaupt nicht vergleichbar. Wie schrecklich. Es ist wirklich schlimm. Es sind auch viel zu viele Gurken drin, aber das ist eine andere Geschichte. Aber deswegen bitte, Lidl, wenn das hier irgendjemand von euch hört, bringt doch mal wieder dieses Sandwich zurück. Oder Wonnemeyer oder wer auch immer im Hintergrund da steht und diese belegt. Dieses Paprika-Käse
Remouladen-Sandwich. Das ist einfach Referenzqualität, hatte das. Es ist vegetarisch, schmeckte saumäßig gut, war auch eine absolute Kalorienbombe, aber das ist natürlich nebensächlich an dieser Stelle. Das hätte ich gern zurück. Und ich hätte auch gerne den Döner-Burger für die Mikrowelle. Kennst du den? Ja, den war nicht schlecht. Ich fand ihn gar nicht mal so schlecht. Alle haben gesagt, boah, Daniel, Junkfood-Guru, du bist pervers. Ich so, mein Gott, was soll man denn erwarten? Dafür war der richtig gut. Oh, ich fand den Döner-Burger gut. Ja, danke schön. Oder mit der Soße. Das war eine runde Angelegenheit. 1,99 oder wie teuer war der? Ja, der war so okay. Okay, dass man sagt, kann man sich mal eben schnell in die reinballern, statt Frühstück, statt Zwischenmahlzeit, wie auch immer. Siehste? Und der war echt ordentlich. Ich hatte nie Schwabbelfleisch. Ja. Und mir sagte dann eine Bedienung auch, wo gibt's den? Oh, die haben momentan Lieferschwierigkeiten. Oh. Und das ist ein Jahr her. Ach, und Lieferschwierigkeiten, das ist immer so wahrscheinlich der firmeninterne Code für, es kommt nie wieder. Oh. Aber die Kunden sollen ja wiederkommen. War der gekühlt oder tiefgefroren? Der war gekühlt. Gekühlt, genau. Gekühlt in so einer Mikrowellen geeigneten Verpackung. Und der Plastik noch, du machst das in der Reine, dann ist so, ja. Und das war echt gut. Und der könnte auch zurückkommen. Aber egal. Wir vergaloppieren uns in tausend Richtungen. Nee, aber ich bin gespannt. Das ist genau die Intention, warum ich es überhaupt mache, tatsächlich. Das wäre jetzt die nächste Frage, genau. Also erstens, weil ich Spaß habe, neue Lebensmittel zu entdecken und zu testen. Aber, weil ich auch hoffe, eines Tages vielleicht, wenn man etwas größer wird, auch seine Lieblingsprodukte noch mal in den Fokus zu rücken, damit sie nicht aus den Regalen verschwinden, wie die Edeka-Lachs-Lasagne. Sorry, finde ich mega geil, die gibt's nicht mehr. Eine Edeka-Eigenmarke, also aus dem Gut- und Günstig-Sortiment? Nee, das ist sondern von der Edeka-Marke. Ach so, die etwas Premium mehr. Es gab eine richtig geile Lachs-Lasagne, die wurde jetzt gegen ein Prima-Produkt ausgetauscht, lustigerweise. Das ist auch okay, aber die Original von Edeka war damals mit der Bechamel-Soße. Boah, mega Traum. Das ist gut. Das ist schön, ne? Das ist auch meine Hoffnung, diese Macht mal zu nutzen, um seine ganz persönlichen Kühlschrankwünsche irgendwie. Ja. Ich habe das heute mit dem Grüno Pfand. Das ist ja ein uraltes Langnese-Eis mit Waldmeister, was, glaube ich, aufgrund eines nicht ganz, also leicht toxischen Waldmeister-Geschmacks in den 70ern vom Markt genommen wurde. Und ich bin Baujahr 76 und ich glaube, das ist 78 oder 79 vom Markt gegangen. Aber ich habe noch eine Erinnerung daran, an dieses Waldmeister-Vanille-Eis. Also zeigt vielleicht auch, in welchen jungen Jahren man schon von so Marken und von so einem schönen Grüno Pfand von sowas irgendwie getriggert und geprägt wurde. Ja. Aber das ist wirklich schlimm. Und wer weiß, vielleicht kommt der Grüno Pfand ja irgendwann mal zurück. Ja. Aber dann müsste der wahrscheinlich auch diesen toxischen Waldmeister-Geschmack haben. Oder? Weil es ist ja auch es ist ja bei vielen Fertiggerichten so, mit dem Glutamat ging dann auch der Genuss. Das ist jetzt eine hochtrabende These, meine Lieben. Stimmt. Ich bin ja auch Baujahr 78 tatsächlich, bin gar nicht so weit auseinander. Und was zu den 80ern und 90ern ging, es gab so viele Comebacks auch mit Retro-Süßigkeiten. Ne? Der braune Bär ist ja zurückgekommen, der war noch in Ordnung, aber kannst du dich noch an das Comeback von Frufo erinnern? Nein. Es gab ein Frufo-Comeback von, es war ja früher, weil das Frufo so ein schönes UFO. Kennst du noch den Quark? Und dann haben die ein Comeback gemacht von diesem Frufo-Joghurt. Gut, dass du es nicht mitbekommen hast, aber du hast nichts verpasst. Es sah ganz anders aus, es hat anders geschmeckt, weil halt in den 90ern noch Zusatzstoffe drin waren, die heutzutage wahrscheinlich nicht mehr legal wären. Keine Ahnung, aber es war halt eine große Enttäuschung für alle die es von früher so kannten. Ne? Ja. Das ist wirklich das Schlimmste, wo man sagt manchmal, gut, ich nehme das Toxische doch mal in den Kauf, um diesen einen Genuss noch mal. Nein, das ist natürlich Quatsch. Nee, aber das ist wirklich so. Das habe ich bei den Nürnberger Rostbratwürstchen mit Kartoffelpüreebeilage und Sauerkraut von Sonnenbassermann beispielsweise auch gemerkt. Ja. Als sie noch Glutamat drin hatten, war das Ganze ein bisschen intensiver. Also, die Chefköche dieser Welt, vereinigt euch. Aber das aktuelle Produkt, auf dem stolz draufsteht, dass nichts dergleichen mehr drin ist, das, da fehlt halt was. Und sie konnten es nicht kompensieren mit Kochkunst. Ach, schade. Ja, ich meine, man geht mit Gewürzen und so, ne? Ja. Wie das Froster macht, finde ich, macht das sehr gut. Ja, Froster macht das sehr gut. Genau. Ja. Aber da musst du wahrscheinlich ein bisschen mehr investieren wollen und sagen, komm, wir haben eine gewisse Ehre, die über das atomsichere Produkt hinausgeht, was die Leute kennen. So, ne? Ah, ja, gut, egal. Cool. Daniel, wir sind heute hier. Ja. Um unserer beider gemeinsamen Liebe zu frönen zu diesen Produkten. Wir haben ja einen ganz bunten Mix aufgestellt, denn wie eingangs erwähnt, heute soll es ein wenig darum gehen, zu checken, ob es immer die Marke sein muss, ob es da überhaupt Unterschiede gibt. Im Preis wird es sie geben, die sind signifikant, das wisst ihr natürlich alle. Und wir werden auch der Frage dann diesmal endgültig einen Stempel verpassen können. Es geht immer mal wieder das Gerücht um, das ist ja exakt dasselbe. Das kommt ja aus derselben Firma und hat damit auch dieselbe Rezeptur. Alles andere ist nur Psychologie. Ich sage tollkühn, vieles von dem, was ich gerade gesagt habe, ist falsch. Das Entscheidende ist nämlich falsch. Der Geschmack und damit auch die Rezeptur sind fast immer absolut unterschiedlich. Und das schmeckt man auch. Dazu muss man kein Daniel oder Colin sein, um das rauszuschmecken. Ja. Das ist sehr laienhaft formuliert zu sagen, nur weil es aus derselben Fabrik vielleicht kommt, ist es dasselbe Produkt.
Ja. Wie stehst du dazu? Ja, ganz genau, weil man weiß ja mittlerweile, dass auch Zutaten für diese Handelsmarken werden ja auch von Aldi und Lidl und Co. werden ja vorgegeben. Und dann wird geguckt, welcher Hersteller produziert mir das am kostengünstigsten. Ja. Das ist manchmal auch so krass. Also das ist schon sehr interessant. Und die Rezepturen sind unterschiedlich. Eins zu eins ist es nicht immer, weil man muss ja auch irgendwo Abstriche machen. Ja, ja, absolut. Und wenn der Hersteller wäre ja wirklich ein bisschen doof, wenn er wirklich genau das gleiche Produkt, das gibt es bestimmt im geringen Maße, das ist ein Produkt eins zu eins mit einem anderen Label. Aber so einfach macht das kein Hersteller, sonst wird er ja seine eigene Marke komplett überflüssig, ja, in Anführungsstrichen. Also ich denke schon, dass man das teilweise echt rausschmeckt, auf jeden Fall. Wir werden sehen, wir sind uns beide auf jeden Fall ziemlich sicher. Ja. Es gibt bestimmt Produkte, bei denen es eindeutiger ist, bei anderen könnte es ein bisschen knapper werden. Schauen wir mal. Ja. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit der Kombination aus gut versus billig in Kombination mit, wir wissen gar nicht, was wir jetzt gerade zu uns nehmen. Jo. Bei einigen Produkten wird es eindeutig sein, weil sie halt von der Form dann im Mund schon taktil natürlich ein völlig anderes Erlebnis bringen und man sofort weiß, ob man auf der Qualitätsstraße unterwegs ist oder auf der vermeintlichen Billo-Straße vor sich hin rumpelt. Bei anderen Produkten, wie zum Beispiel dem, mit dem wir jetzt anfangen wollen, merkt man das weniger. Wir reden hier von Monte. Kennt ja jeder, Monte von Zott. Ja. Oma hat dir wieder ordentlich Monte eingepackt. Juhu. Zitat aus der Werbung mit den Kindern, die dann, ich habe keine Freunde, aber wenn ich den Rucksack voll Monte habe, ja, dann werden sie angezogen und kommen auch zu meinem Kindergeburtstag. So, das ist das Original, so eine Milch-Haselnuss-Dessert-Creme. Ja. Milchpudding irgendwas. Ja. Und gibt es eben auch, ich guck mal auf der Liste, die fantastisch vorbereitet wurde, Monte Milchmäuse-Pudding von Aldi. Und, das finde ich besonders kreativ, Monte Ravi oder Monte Ravi Milchdessert von Lidl. Das ist schon geil, ne? Monte Ravi. Ja, das ist geil, ne? Geil, ist aber es steht Monte drin. Super. Genau. So, wir haben das nämlich jetzt hier. Wir wissen nicht, was was ist. Also optisch, oder? Also, ich riech sofort das nussig-schokoladige. Du kennst Monte, du bist da. Ja, wie stehst du dazu? Also dieser Haselnussgeschmack ist ja so geil und so eindeutig. Aber hier, boah, ich habe das Gefühl, dass das ja am intensivsten riecht hier. Also eins riecht super stark krass nussig. Ja. Und kann aber auch sein, dass in dem einen vielleicht mehr Aroma drin ist. Also zwei riechen für mich relativ ähnlich. Ja, das stimmt. Und stärker anders. Und das ist auch das, was ein bisschen dunklere Schokolade hat. Bei mir ist es zumindest der Fall. Ich habe auch glaube ich. Das liegt nur an. Ich habe hier ein Original in der Hand, glaube ich, habe ich auch das Gefühl. Ja? Ich glaube, das ist. Ich bin so gespannt, ja. Ich bin super gespannt. Ich würde sagen, wir löffeln einfach mal drauf los. Unten steht natürlich drauf, was wir hier zu uns nehmen. Aber ich bin ja super neugierig. Ich nehme jetzt einfach mal. Nee, ich nehme. Doch, ich nehme das hier, weil das aus der Reihe am meisten fiel. Aber ich. Monte, habe ich wenig gegessen, würde ich auch nicht blind, glaube ich, erschmecken. Oh mein Gott. Boah, was ein geiler Haselnussgeschmack. Also, jetzt hier das, was hier. Bei mir ist es sehr milchig. Ich mag diese Geschmeidigkeit von dem Produkt total gerne. Es ist auch so ein löffelst dich tot, ne? Und macht direkt den nächsten Becher auf. Also geht's mir zumindest. Ja. Dir glaube ich nicht, ne? Du kannst dich da ein bisschen besser zurücknehmen. Tatsächlich. Mit Blick einmal hoch, runter. Ja. Sonst könnte ich es auch nicht so lange machen. Also, ich habe so viele Süßigkeiten zu Hause, aber ich weiß immer, okay, ich muss jetzt warten, bis ich ein YouTube-Video drehe, ne? Also man kann ja auch nicht unendlich viel essen. Deswegen spare ich mir die Süßigkeiten immer für YouTube auf. Und das klappt dann. Ja. Tatsächlich, ja, bei iOS kommt die Disziplin. Das habe ich noch nicht. Echt kein disziplinierter Mensch, aber das schaffe ich. Also, das, was ich jetzt habe, ist, dass, ich würde sagen, tendenziell dominiert das Milchige den Haselnussgeschmack. Der ist relativ sanft, ich will nicht sagen zögerlich, aber er ist ein wenig zurückhaltender in der Note, was ich nicht schlimm finde. Insgesamt ist es schon harmonisch, aber wenn es darum geht, wer gewinnt das Turnier, dann ist bei mir die Milchcreme definitiv dominanter als der Haselnuss-Schokoanteil. In diesem, was auch immer es ist. Und ich habe das Gefühl, hier ist der Haselnussanteil, der sehr intensiv vom Geschmack schmeckt, sehr intensiv. Und diese Milchcreme ist super süß. Das liebe ich ja total. Super süße Milchcreme und krass intensiv Haselnuss. Da würde ich echt so sagen, maybe, vielleicht ist das wirklich der echte. Ja, okay, ich bin super gespannt. Ich habe nämlich gar keinen. Stell ich mal zur Seite. Auf den Teller. Ich spüle mich mal einmal kurz durch. Stimmt. Ganz wichtig. Wir sind natürlich, falls ihr euch fragt, warum wir hier so völlig nassforsch wie im Jahr 2018 nebeneinander sitzen und miteinander reden, wir sind frisch getestet. Wir haben uns vor der Sendung natürlich, unmittelbar vor der Sendung, per Nasentest einmal auf unseren Ansteckungsgrad testen lassen. Und wir sind beide negativ. Deswegen sind wir hier ganz entspannt und guter Dinge. Machen wir gleich weiter? Ja. Das wird nämlich, ich habe gedacht, das schaffen wir locker. Das denke ich aber auch seit Folge 1. Also das riecht schon ganz anders. Das riecht viel nussiger, was ich jetzt habe. Ich glaube, es sind nicht die gleichen. Wir haben ja auch verschiedenste Schüsselchen, damit wir hier nicht auf demselben Zug irgendwie fahren. Deswegen ich hier ganz wenig, aber und der Konsistenz ist auch so ein bisschen glubschiger.
deutlich nussiger. Vielleicht habe ich jetzt auch ein bisschen mehr Nusspudding sozusagen gehabt. Hm. Ich glaube, ich habe gerade deins. Was du mir gerade gesagt hast, mit der süßen Milchcreme, kaum Haselnussgeschmack, Kakao, das ist das hier. Ja? Ja, 100 Pro. Also das ist ein, aber ich möchte hier trotzdem sagen, dass es stärker riecht, als es schmeckt. Es ist schon nussiger. Vielleicht ein Tacken dünner als das andere. Aha. Aber minimal. Ich hoffe natürlich, dass dieses Dünnere auch mit einem weniger an Kalorien erkauft wird. Für mich durchaus relevant. Im Alltag, du hast damit keine Probleme. Kann man mehr essen? Bin ich auch Fan von, manchmal. Geht. Ja, ist gut. Ich glaube nicht, dass das das Markenprodukt ist. Ich glaube ich auch nicht. Ich glaube, bei mir wäre das hier in der Ich kann mich sogar festlegen, weil ich habe neulich noch diese Milchmäuse von Aldi gegessen. Ich würde sagen, das ist garantiert Lidl. Mir kommt der Geschmack so neu vor. Ich bin gespannt. Okay. Dann bin ich mal super. Wird man legt sich mal so weit aus dem Fenster und liegt dann noch daneben manchmal. Aber ja, das ist eine Blindverkostung. Aber also ein bisschen weniger nussig möglicherweise als Kandidat 2, aber auch nicht relevant. Oh, das ist schon gleich von der Steifigkeit ein bisschen anders. Es gibt echt, ist ja echt so ein Festes dabei, ne? Oh, das schmeckt noch mal ganz anders. Ja, ganz anders ist natürlich jetzt übertrieben, aber wir sind natürlich im Bereich der Mikrounterschiede. Viel weniger nussig. Das ist aber schwierig. Das ist super schwierig. Ich finde, das kommt sehr nah dran an das Erste. Das hier ist so komplett raus aus allem, aber was schmeckt denn jetzt? Oh, krass. Ich würde fast so weit gehen, dass das, was ich als Drittes habe, schmeckt am Es ist halt, ist ordentlich, hat eine schöne Geschmeidigkeit. Es ist relativ steif, steifer als, also ein bisschen fester als das. Alle haben dieselbe Kühlkette hinter sich, ja. Also daran kann es eigentlich nicht liegen. Schmeckt am unnussigsten. Da tippe ich auf Lidl. Das Unnussigste muss Lidl sein, glaube ich. Sehr unnussig. Ja. Ich muss mir noch mal durch die Nuss fräsen hier. Ja. Erst noch mal das Erste auch noch mal, das fand ich so am geil. Ist auch sehr. Oh, geil. Oh. Wenn das nicht das Original ist, was ich jetzt erst hatte, weiß ich auch nicht. Oh. Krass, und das ist ein mega Unterschied. Man schmeckt wirklich, jedes schmeckt anders. Ich hatte Angst, dass irgendwie alles gleich schmeckt, wegen diesem Haselnussgeschmack, aber definitiv alle drei anders. Ich finde es super schwer. Krass. Also, ich kann jetzt. Sie schmecken für mich so ähnlich, ich finde sie alle lecker. Ja. Deswegen, ich kann jetzt gar nicht sagen, ein sticht für mich so raus, dass ich sagen will, nur das und die anderen bitte nicht. Ja. Wer für mich, würde ich jetzt sagen, ohne zu wissen, was ich hier esse. Müsste ich hier nicht mehr Geld ausgeben für das Markenprodukt, denn ich finde die anderen genauso lecker. Also die Unterschiede sind für mich so marginal und werden natürlich auch durch das Mischverhältnis auf dem individuellen Löffel, den man sich dann da gerade gönnt, noch mal schwieriger zu bewerten sein. Denn Milch und das ist ja nicht vorgeswirlt, sondern also ein bisschen, aber es ist halt so, mal hast du mehr von dem, mal mehr von dem. Das macht unseren Job hier natürlich ungleich schwieriger. Ja. So, deswegen würde ich schon mal sagen, ich finde, es sind für mich alles Gewinner. War nichts Schäbiges dabei? Jetzt bist du dran. Ach, krass. Du startest jetzt. Ja. Sag mal, was glaubst du, ist das Original? Bei den anderen bin ich eh raus, ich habe die noch nie gegessen. Ich bin so ein bisschen Monte vorbelastet. Alle sind wirklich gut und lecker süß, aber das ist so mein ganz klarer Favorit, war das Erste. Und ich glaube, das hat so einen geilen Haselnussgeschmack, wenn das müsste Monte sein. Das müsste Monte sein. Das ist für mich ein klarer Gewinner sogar. Es gibt für mich, das hier müsste Monte sein. Darf ich auflösen? Bitte. So aufgeregt. Deck rum. Oh, was muss ich machen? Abziehen? Und das ist Zott Monte. Zott Monte. Boah. Und ich würde sagen, und es, das ist krass. Und ich habe das Zweite auch schon. Oder willst du das auflösen? Nein, nein. Ich glaube, ich habe es eh anders. Ja. Mach du mal erst. Das Zweite würde ich sagen, es müssten die Milchmäuse von Aldi sein, weil es noch ein bisschen nach Haselnuss geschmeckt hat, nicht mehr so intensiv. Und es sind, was ist das denn hier? Kann man das lesen? Milch? Milbana. Ach, das ist Aldi. Oder ist das? Nee, Milbona ist Aldi, ja. Ah. Damit hast du, glaube ich, die Milch. Genau. Ja. Die Milchmäuse. Und das Dritte, wo ich sagte, es hat am wenigsten geschmeckt. Sorry, also es ist immer noch lecker. Aber das müsste Lidl sein. Und das, ich mach das mal hier ab aus dem Eckigen. Wie spannend. Ich hätte Angst, dass ich vielleicht gar nichts rausschmecke, weil ich so viel. Ach nein, es ist komplett anders. Es sind die Milchmäuse. Alter Falter, ich bin total überrascht. Okay, also die Milchmäuse und Monteravi hast du sozusagen. Ja gut, aber es ist auch. Oh. Ich finde das bei diesen Sachen echt super schwer. Krass. Ich bin komplett verwirrt. Ich auch. Jetzt. Ich hätte eben gesagt, das Erste, was ich hatte, war ein Monte. Ja. Jetzt würde ich aber fast sagen, also das könnte Monte sein oder das. Das würde ich jetzt mal zur Seite schieben. Ich weiß, das sieht man gerade schlecht.
Also, ich mach's jetzt nach dem anderen. Oder ist das unfair, wenn ich jetzt sage, ich nehme das, von dem ich sicher bin, dass es nicht Monte ist, nehme ich das erstes raus. Nee, umgekehrt. Aber dann wird ja die Wahrscheinlichkeit statistisch für mich leichter. Ja. Aber ich werde ehrlich sagen, was ich glaube, was es ist, unabhängig davon. Ich glaube, das hier ist nicht Monte. Oh. Nee. Okay, ich bin raus aus der Verlosung. Es ist Zott Monte, das, von dem ich echt gedacht habe. Echt? Wie krass. Oh, darf ich mal riechen? Ja, riech. Boah. Ich meine, es riecht jetzt, wo ich es weiß. Ist ja abgefahren. Krass. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Interessant. Ja, aber das hatte eine sehr schöne Taktilität, das in der Mitte war am dünnsten. Mhm. Okay, jetzt ist es für mich eigentlich völlig irrelevant. Ja. Denn, also das ist schon am wässrigsten. Krass. Ich weiß nicht, ob das kann man, glaube ich, nicht richtig gut einfangen. Das ist ein bisschen von der Steifigkeit, ist das irgendwie. Das ist so ein bisschen mehr Walfischfett. Walfischfett? Also es schwabbelt nach, weil es eine gewisse Dichtigkeit noch hat. Mhm. Und das ist ein bisschen, das kann man wahrscheinlich nicht richtig sehen. Das ist milchiger, es ist ein bisschen dünner. So, aber schmeckt alles gut. Und das dünn ist, jetzt bin ich gespannt, was das ist. Ja. Das sind, Melbona Aldi. Lidl Melbona, ne? Aber das passt. Also hier steht Melbona Aldi drauf. Echt? Aber die Milchmäuse sind doch. Die Milchmäuse sind doch Aldi. Ja. Das ist eine Hilfe, wir sind verwirrt. Oh Gott, ich bin auch verwirrt. Wir sind ein bisschen verwirrt. Ich hätte nämlich auch gedacht, die Milchmäuse-Familie, die kommt doch von Aldi. Es kann sein, dass wir einen Fehler haben und du alles richtig hast. Milzani Milchmäuse-Pudding. Hast du, stand bei dir nicht Milbona? Milbona stand dir drauf. Milbona ist richtig. Milbona ist, aber Lidl. Ich habe das falsch drauf geschrieben. Ah, sorry. Okay. Dann haben wir Also hast du die Milchmäuse. Die Milchmäuse waren tatsächlich hier in dem Eckigen. Die habe ich tatsächlich dann da. Da bist du durcheinander, aber du hast das Monte Original. Ja. So, also. Spannend. Ich bin überrascht. Nicht wirklich überrascht, weil ich habe das nicht so archiviert, aber Respekt, du hast dich sofort festgelegt. Aber hast Monte nicht so rumgeeiert wie ich. Das so krass, hätte ich nicht gedacht. Nee, also, hätte ich auch nicht gedacht. Ja. Aber ich finde sie alle drei gleich gut. Ich kann jetzt nicht sagen, Leute, seid nicht dumm, kauft billig, oder Leute, seid nicht dumm, kauft teuer. Da, welche Farbe möchtest du haben? Denn wir haben ein ganz neues System für uns heute überlegt. Ach, soll ich mal rot nehmen? Denn gerne. Passt zum Pullover. Dann nimmst du rot und ich bleibe einfach beim Blau. Ja. Denn wir haben uns das wie folgt überlegt, dass wir heute hier einfach nicht mit Punkten arbeiten, sondern sagen, wir nehmen das Original quasi als Referenz und sagen, schmeckt das eine besser oder schlechter, viel besser oder viel schlechter. Und natürlich kann es am Ende des Tages auch sein, dass man sagt, oh, das Imitat schmeckt ja sogar viel besser. Und dann müsste man den Pfeil noch mal ändern. Ja. Für mich schmecken alle drei gleich gut. Ich würde mich da jetzt nicht in den Bereich des Schrägen begeben. Aber stopp, erstmal natürlich müssen wir einmal nachfüllen, denn das ist das Spannende. Ihr wollt natürlich wissen, was der Spaß kostet. Monte im Original kostet dann doch tatsächlich, sage und schreibe, 1,99 Euro der Vierer. Ui. Maxi, es waren auch Maxi-Monte. Ich erinnere mich dran. Was auf 100 Gramm gerechnet bedeutet, 50 Cent aufgerundet. Wir runden hier natürlich immer. Kosten 100 Gramm Monte. Der Milchmäuse-Pudding im 6er-Set, das sind etwas kleinere gewesen, mit auch nur 300 Gramm insgesamt, glaube ich, kosten natürlich absolut weniger, 89 Cent, ergeben dann am Ende einen 100-Gramm-Preis von 30 Cent. Und das Lidl-Milchdessert ist 4er-Pack, a 100 Gramm, genau wie bei Monte, schlägt mit 85 Cent zu Buche. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass wir mit 21 Cent, und das finde ich verwunderlich. 21 Cent, krass, was ein Unterschied. Ja, doch, ne? Weil oft ist das ja bei den Discountern so, dass die, und auch gut und günstig, also die ganzen Billo-Serien, dass die sagen, auf den Cent genau ist es so teuer wie bei der Konkurrenz, unsere Billo-Serie. Echt? Ja, Wahnsinn. Deswegen, ich gebe hier, ich finde es lecker, das ist so das Absolute, ich mag Monte. Ja. Und gebe hier mit Blau einmal, also dieser Strich, wie gesagt, nochmal für die Erklärung, bedeutet einfach nur, nicht, ob das gut oder schlecht schmeckt, sondern einfach nur, dass mir persönlich alle drei Produkte so ähnlich schmecken, dass sie gleich gut sind. Wie siehst du das? Ich habe tatsächlich so eine Favoritenskala. Ja. Also Monte gefällt mir tatsächlich am besten. Okay. Richtig, dem würde ich als dann wirklich als absoluter Favorit, dann als zweites Lidl und als drittes Aldi, auf meiner persönlichen Geschmacks. Tatsächlich, du hast diese Abschubung, aber es war nichts dabei. Gut, wir kommen ein bisschen durcheinander, ihr müsst immer das in Relation sehen. Ja. Das ist auch nicht hundertprozentig wissenschaftlich durchdacht, jetzt hier das System. So, das bedeutet, dann gebe ich dir
Ja, aber die schmecken alle gut, ja? Ja, das ist nichts, was, wo man sagen würde, das würde ich nicht nochmal kaufen. So, dann machen wir das hier. Rot ist dein Pfeil. Der geht natürlich nach oben. Also um, ne? Ja. Dann die Milchmäuse fandest du In Ordnung. Aber gut. Besser als Lidl. Nee, Lidl fand ich besser. Lidl fandst du besser? Obwohl ich dachte, dass die Milchmäuse mich mehr. Ja. Lidl okay, dann kriegt der jetzt einfach den. Das ergibt natürlich mir alles keinen Sinn. Ihr müsst immer die Farben zueinander denken. So. Ja. Und der geht. Genau. So? Super. So würde ich es machen. Perfekt. Okay, ohne Beipackzettel, schwer zu entziffern. Deswegen, rot Daniel, blau ich. Und es geht nur um die innerhalb der Pfeile die Relation der Richtung zueinander. Ist das so kompliziert? Meine Güte, ich höre schon wieder in den Kommentaren Klagen. So, das waren die gekühlten Produkte. Damit können wir jetzt nämlich unser Timing komplett selbst machen. Wollen wir noch mal blind bleiben? Ja, oder? Bin gespannt. Ich würde auch sagen, denn wir kommen jetzt zu einer. Jetzt würde ich sagen, ich bin jetzt mal ganz tollkühn, auch wenn ich gerade sehr versagt habe. Wir kommen jetzt zu einem Produkt, was ich persönlich liebe. Und ich sage ich leider, weil es für mich eine Geschichte hat, wo man über den Konzern, der dahinter steckt, ja, da kann man viel drüber kritisieren und sonst was. Trotzdem ist es ein Begleiter seit Kindheitstagen. Und man kann doch kritisieren, dass die Packungsgröße im Laufe der Zeit immer kleiner und kleiner und kleiner wurde, was sich positiv möglicherweise auf meine Kalorienbilanz auswirkt, aber für dieses Gefühl, man bekommt einfach immer weniger fürs Geld, natürlich negativ. Die Rede ist von den guten alten Schokokrossis von Nestle mittlerweile. Ich glaube, vielleicht früher auch, ich weiß es nicht. Ja, die sind tatsächlich von Nestle mittlerweile. Und wusstest du, dass die Schokokrossis, habe ich auch erst vor kurzem erfahren, in Hamburg erfunden wurden? Nein. Das ist total das Original Hamburger Produkt. Der Erfinder der Schokokrossis ist ein Hamburger. Ach was. Geil, oder? Das habe ich nicht gewusst. Manchmal gucke ich doch ein bisschen mal hinter die Geschichte von den Produkten, aber das war jetzt so ein Zufall, dass, ja. Jetzt bin ich super gespannt. Also das habe ich nicht gewusst. Ja. Denn Schokokrossis ist eine einfache Geschichte. Ja. Cornflakes, Mandel, Schoko-Ding. Genau. Also vermeintlich leicht. Viele sagen auch, mach's doch selber. Ja, ist leckerer. Das ist auch immer wieder, aber ja, habe ich aber noch nie. Ich habe noch nie aus der Einladung nach Hause gegangen und gedacht, boah, das Rezept muss ich mir geben lassen. Sondern immer mit, komm Schatz, fahr noch mal zur Tanke. Vielleicht haben die Schokokrossis das richtig. Original. Und deswegen glaube ich, weil ich weiß, dass ich schon mal ein Imitat probiert habe und da in der zeitversetzten Erinnerungs Rückblickspannung dachte, nee, er schmeckt schon ganz anders als Schokokrossi ist das Original und vor allem nicht so gut, weil man vielleicht auf diesen Geschmack, ich zumindest seit vielen, vielen Jahren so getriggert bin. Ob der sich mal verändert hat im Laufe der Jahre, weiß ich nicht, aber für mich sind Schokokrossi. Deswegen, ich glaube, ich würde sie herausschmecken. Spannend. Oh Gott, hätte ich es nicht gesagt. Wie stehst du zu Schokokrossis? Ich finde die super lecker. Das ist einer der wenigen Produkte, wo ich auch nicht aufhören kann. Deswegen habe ich so gesagt, ach, Tüte wird kleiner, Gott sei Dank. Weil dann kann ich mal so, ne, das sind, glaube ich, jetzt mittlerweile 80 Gramm statt, was sind die früher? Ja, ich glaube 75 sogar. Na, 75, ja, genau. Deswegen sage ich so, Gott sei Dank, die kann ich dann auch mit gutem Gewissen mal eins aufessen. Aber ich weiß, das Gefühl ist trotzdem komisch. Naja, ja. Ja, gut, also wir haben sie nämlich auch blind hier. Wir haben einmal die Variante von Lidl bei den Schoko-Crossis und die haben auch immer so schöne Imitatsnamen. Wo sind wir denn gerade? Kinder, ich suche sie gerade hier. Schoko-Crossis, Knusper-Schokis von Aldi oder Crunchy Choc von Lidl. Und was mir bei Lidl gut gefallen hat, da muss natürlich noch drunter stehen. Hier, schau mal her. Feinste Pralinen. Ach, wie süß. Aber das von Oma damals. Aber ja, bei Schokokrossis als Pralinen zu bezeichnen, das ist doch. Wenn dir jemand sagt, magst du Pralinen? Ja. Nee. Okay, dann esse ich sie alle alleine. Ja. Und dann kommt er mit Schokokrossis an und du sagst, very strange, mein, ja, oder? Sehe ich auch nicht als Pralinen. Das ist doch keine Pralinen. Nein. Was Schoko-Crossis. Auch immer, aber das ist von Chateau. Oh, ich liebe diese Adelung dann auch. Oui. Und auch was mir auch wiederum bei hier sehr gut gefiel, ist, dass hier auch bei beiden das Imitat so weit geht, dass man sagt, Original muss in der Unterzeile jeweils noch mit drunter stehen. Das ist ja geil. Das ist mir noch nie so. Wenn das ist ja, boah, du sagst es. Ist geil, ne? Mr. Choc, Crunchy Choc Original. Fallen Sie nicht auf die Fälschung raus, die es vielleicht bei Netto gibt oder bei Norma Sie oder so. Ja, das Gott Original. Blüte. Original aus dem Lidl-Ali. So, wir wissen nicht, was es ist. Ich greife einfach mal, lass uns einfach mal reingreifen. Ja. Wir greifen am besten immer in dieselbe, ne? Das versuche ich zu sagen. Ja. Auch ich werde, das kann ich auf jeden Fall sagen, ich werde keinen Unterschied, also welches Imitat ist, keine Ahnung. Weiß ich, weil ich den Geschmack nicht auf der Zunge habe. Ich glaube nur, dass ich hoffe, dass ich Schokokrossis rausschmecken werde. So, ich fange mal hier an. Ich wässere noch mal zu sehen. Hör mal, Schokolade riecht hier auch, ne? Ist echt interessant. Ja. Also, die riecht echt. Es cruncht sich schön.
Mhm. Die Schokolade ist aber nicht. Ich sage, es ist nicht Schokokrossis. Bin ich ganz bei dir. Ne? Hat sowas leicht Discounter-mäßiges. Ja. Schmeckt es, also, ich will jetzt nicht sagen, es schmeckt jetzt Billo oder so ein bisschen, aber. Doch, es hat dieses so, wir haben noch die billigen Adventskalender vom letzten Jahr. Ja, ja. Ne? Die Schokolade. So, die vielleicht diesen staubigen Charme haben von Oma hat billig für die gesamte Familie eingekauft und sagt, ach, hättest du nur für die Hälfte, dann hättest du die Markenprodukte gereicht. Sehr schokoladig. Also ist nicht gut. Es ist nicht so perfekt aufeinander abgestimmt. Nee. Ne? Es wirkt so, wir haben eine Schokolade, mit der wir alle Produkte überziehen ja. und auch die Schokokrossis. Ja. Sollen wir drunter gucken? Ja, okay, wollen wir schon drunter gucken? Oder ja? Oder wollen wir jetzt weiter? Wir sind beide mit der großen Arroganz, der. Jetzt ist wahrscheinlich das Original, wa? Nee. Das sind die Chateau Knusper-Schokos. Ach, von Aldi also? Die Chateau war ist doch. Chateau ist Aldi, ne? Aldi macht immer Chateau. Aldi war Chateau. Feinste Pralinen. Wundert mich, normalerweise liebe ich die Aldi-Schokolade. Also ich finde Aldi-Schokolade richtig geil. Ja. Die Handelsmarken-Schokolade. Chateau hatte keinen guten Tag anscheinend. Das waren die Knusper-Schokolis. So. Das ist ja krass. Ja, jetzt machen wir mal weiter. Wollen wir aber hier rein lang? Ja, oder, ja, gerne. Ich muss echt spülen hier, sonst. Die Wissenschaft soll ja auch hier einen treuen Begleiterplatz haben in der Sendung. Ach, was ist das? Es ist schon wieder nicht das Original, oder? Was sagst du? Ich weiß nicht, es riecht auf jeden Fall nicht so Schoki-mäßig. Nee, nee. Ich rieche aber auch nie an Schokokrossis. Ich auch nicht. Ich weiß, was ich zu erwarten. Das hat mich inspiriert. Also. Aber hier ist es auf jeden Fall, die Schokolade sagt, komm, ich will dir nicht sofort dich auf ein Ding bringen, auf den Weg. Also es ist zurückhaltender. Hm. Nimm doch mal ein. Schmeckt deutlich voll milchiger. Aber eben nicht so. Schokolade ist eher süß, aber nicht so kakaodominant. Also, und das finde ich angenehm. Sie cruncht, sie vermauschelt sich besser. Die ist süß, die hat nicht so einen faden Beigeschmack wie das erste, nicht so, ne? Und ist in Ordnung. Also. Ich habe eine Tendenz, aber wir wollen. Ja, ich auch. Eine klare Tendenz sogar, möchte ich behaupten. Ich bin gespannt. Ja? Aber wir können auch, damit, bevor wir aufdecken, machen wir die letzte Schüssel. Ja, das ist eine gute Idee. Okay. Bleibt richtig spannend, wirklich. Ja, ja. Ja. Und irgendwie sieht die letzte Schüssel auch farblich anders aus, oder? Ist das, oder? Ja, definitiv. Die Schokolade hier ist schon ein bisschen was dunkler. Die sehen auch größer aus. Mhm. Krass. Ah. Krass. Oh mein Gott. Mmh. Oh. Oh mein Gott. War nicht so einfach, ne? Hast du einen Favoriten? Ich habe totalen Favoriten. Oh mein Gott. Einen totalen Favoriten hast du? Ja. Hm? Oh ja. Ich muss noch mal einmal hier nachlangen. Krass. Also mega Favoriten. Also. Krass. Also, oder? Ich finde jetzt, das war. Ich muss noch mal einmal. Ich darf mich jetzt nicht überfressen. Mhm. Die Blindtests, wir machen nicht alles blind. Mhm. Aber. Muss noch mal einmal. Du hast dich schon festgelegt. Ja, ich finde es aber auch super spannend. Also, ja. Ich habe mich eigentlich auch festgelegt. Ich möchte nur noch einmal. Okay, haben wir auch festgelegt. Boah, ich kann die Spannung knistern hören, wie cool. Ich kann sie knuspern hören. Ah, so, krass. Leg los, sag du zuerst. Echt? Also mir tatsächlich das letzte am besten geschmeckt, mit, also die Schokolade habe ich so am stärksten rausgeschmeckt. Ich hätte gedacht, das müsste das Original sein, das letzte. Ich bin genau so wie du eingestellt. Ach krass, dann haben wir gewonnen. Weil, ja, also da ist es irgendwie am besten aufeinander abgestimmt. Dieses Ding ist einfach super süß. Ja. Hat aber weniger von diesem Schokoladen-Billo-Geschmack. Ja. Deswegen ist es mir tendenziell lieber, das hier, als das. Ja, das stimmt. Aber ich würde auch sagen, das ist das Original. Und jetzt kann ich nur hoffen, dass es auch so ist. Ich glaube auch, das muss es sein. Ich bin so gespannt. Na, yes. Ah, mega. Top. Zack. So, du hast schon zweimal richtig gut. Boah.
Oh, Glück. Das war meine größte Sorge heute, dass ich komplett ablose. Ja. Aber, du, frag mich mal. Aber jetzt, die Sachen sind ja auch ähnlich, aber wie cool. Das hat man aber auch echt jetzt wirklich krass rausgeschmeckt. Ja, man sieht es jetzt auch, aber auch das ist der Witz. Ich habe Schokokrossis mir noch nie so genau wieder dran gerochen, noch sie mir angeguckt. Deswegen dieser Vergleich, ich nehme jetzt hier einfach mal zwei auf die Hand. Vielleicht, vielleicht kommt das bei euch auch durch. Also, wenn wir uns mal die Helligkeit angucken, das ist jetzt, sind die Schokokrossis, die sind natürlich viel dunkler als dieser Haufen. Stimmt. Gut, es sind beide Sachen, wenn man die im Regen auf der Straße liegen würde, würde man eher sagen, Alter, nehmt doch den Beutel, liebe Hundebesitzer. Aber ich hätte nie gewusst, ob das jetzt das dunklere oder weniger dunklere ist. So, die kommen erstmal hier. Ich leg die mal hier auf für spätere schlechte Zeiten hin. Okay. Bei den anderen beiden kannst du da, ich kann nur sagen, dass mir das am besten geschmeckt hat. Dann kam, glaube ich, das. Ja. Weil hier war mir die Billo-Schokolade zu dominant. Richtig, bin ich komplett bei dir. Absolut, gleiche Meinung. Ja. Kannst du da für dich Unterscheidungen treffen, was jetzt Aldi und was Lidl sein könnte? Ich sag ja immer, Aldi-Schokolade schmeckt mir besser. Deswegen habe ich gedacht, dass das Aldi ist jetzt das. Okay, dann lass uns mal gucken. Aldi tippen. Mr. Choc. Mr. Choc war. Ach so Gott, Mr. Choc war Lidl. Wir hatten ja auch schon, Aldi aufgelöst, oder? Stimmt. Hatten wir schon? Oder? Ach, stimmt. Ey. Aber ich bin nur noch mal auf mein gleiches Schema reingefallen. Ist das schrecklich? Mr. Choc? Nee, Mr. Choc. Hä? Doch. Lidl war besser als Aldi. Sorry, nochmal. Crunchy Choc, das ist Lidl. Lidl fandst du dann besser als Aldi. Ja, schon wieder, obwohl ich eigentlich krass. Ja. Gut, aber da lagen wir wenigstens beide damit richtig. Hier würde ich dann nämlich auch. Ja, also hier werde ich jetzt einmal, ich tippe mal, ich kann fast das gleiche bei dir eintragen. Ja, ich kannst du. Zwischen den Zeilen richtig gelesen habe. Also, aber jetzt kommt das Argument, das müsst ihr aber selber entscheiden, inwieweit das für euch eine Kaufentscheidung beeinflussen könnte oder eben auch nicht. Weil hier wird sich jetzt das ganz deutlich zeigen, was wir bejammert haben. Nämlich für 150 Gramm Schokokrossis, also zwei Beutlein A 75 Füllungsvermögen, zahlen wir mittlerweile, zumindest bei diesem Einkauf, 1,99 Euro. Ja. 1,99 Euro, was dann auf die 100 Gramm berechnet 1,33 Euro ausmacht. Das ist schon relativ teuer. Und die haben das auch vor kurzem, glaube ich, noch mal verschlankt, in Anführungsstrichen. Da ist noch mal weniger geworden. Die Knusper-Schokolis von Aldi, und das sind jetzt wieder, sind wir wieder in diesem Discounter-Battle, beide haben 250 Gramm, also Lidl als auch Aldi. Wow, was für ein Unterschied. Und damit, ja, absolut, sind wir hierbei, und das ist echt krass, weil es fast doppelt so teuer ist. Fast doppelt so teuer wie das Markenoriginal. Krass. Aber also zumindest bei den, ja, da würde ich jetzt auch sagen, ja, ist es mir dann aber auch wert. Also ganz klar, hier nochmal mein Referenzfall der Einfachheit halber. Ich gehe jetzt hier mal nach ganz oben, um es zu sehen. Die Aldi waren die schlechtesten. Mm. Da waren wir uns einig, ne? Ja, das war die. Ja. Ihr könnt das System gerne verdammen und nächstes Mal auch Verbesserungsvorschläge machen. Und Crunchy Choc war besser. Ja. Und wenn ich das richtig gehört habe, war das bei dir genau gleich. So. So. Nein. Doch, man sieht's. Ist ungefähr. Also, ne? Gott. So. Irgendwann werden wir das vielleicht auch mal voll elektronisch machen. Dann können wir da auch noch spontan viel professioneller und werden mit allem. Geil. Super. Ich streiche mir das mal eben hier weg, damit ich schneller finden kann. So, zack, die sind raus. Und außerdem Monte. So, worauf hättest du jetzt Bock? Was wollen wir jetzt mal? Boah, wir müssen uns was Salziges reinstoppen mal, oder? Ja. Gerne. Was möchtest du haben? Wir haben nämlich nur zwei Salz-Snacks. Also, ich war selber überrascht. Zumindest, wir haben ja einfach, das ist eine wilde Mischung. Wir haben einfach mal zusammengestellt, was interessant ist, was man kennt, was man vielleicht auch nicht kennt. Also, ich kannte einiges davon nicht. Ja. Und dank deiner Hilfe bin ich da auf Produkte gestoßen, wo ich selber jetzt spannend bin und mich frage, was könnten das Alternative für meinen Einkauf werden? Aber es gab deutlich mehr Süßkram und viel weniger so im Würzsegment. Deswegen. Aber das ist sicherlich auch ein Thema, das können wir noch mal in die Fortsetzung schicken. Also, wir haben, um genau zu sein, eigentlich nur Beefy bzw. Mini-Salami-Imitate und Stapelchips. Ich glaube, ich würde die Beefy als letztes machen, sonst riecht alles nach Beefy. Das stimmt. Auf das ist sehr dominant. Ja, wenn du erstmal diese Speckbrocken im Zahnraum sitzen hast. Auf jeden Fall. Das stimmt auch. Oh mein Gott, stimmt. Zahnsalat habe ich vergessen heute, sonst brauche ich auch bei den. Ja, aber ich glaube, bei den meisten Sachen kommen wir dann noch ganz gut klar. Stimmt. Genau, also hier haben wir, es ist ein bisschen schwierig. Stapelchips, ihr kennt das alle.
Die Geschichte der Tapelstips ist zumindest meiner Grobrecherche nach nicht auf ein ganz klares Referenz-Originalprodukt zurückzuführen. Meiner Erinnerung nach, das erste, was man in Deutschland zumindest kaufen konnte oder was mich seit meiner frühesten Kindheit begleitet, sind die guten alten Chipsletten. Und die Chipsletten gibt es immer noch, aber ich habe drei Supermärkte abgesucht und sie nirgends gefunden. Sie wurden, glaube ich, auch gerade mit dem oder in der Vergangenheit mal mit dem Windbeutel ausgezeichnet, mit dem goldenen. Ach. Also mit diesen, wenn eben wie bei den Schokokrossis so unverschämte Produktveränderungen passieren, die wirklich kaum zu erklären sind. Und tatsächlich, ja, bei den Stapelchips ist es so. Ich habe mir nämlich letztens mal gekauft, als es die noch gab, weil ich mag Chipsletten gerne. Und da war da nur noch 100 Gramm drin. Ach. Und das ist, 100 Gramm ist nicht viel. Nee. Und das sind auch sehr, sehr kleine Chips. Ich habe auch die Chips noch mal verkleinert. Super viel Plastik war es irgendwie. Ja. Schmeckten gut. Aber ich habe das zusammen mit meiner Herzallerliebsten genossen beim Fernsehabend und dachte, das würde reichen. Krass. Im Ansatz nicht. Also 100 Gramm ist dann eher so ein Snack-Charakter. Ja. Ne? Ich habe sie nicht gefunden, aber ich glaube, das Next Best Thing, was sozusagen dann einer eben logischerweise mittlerweile der Marke für Stapelchips entgegenkommt, sind die guten alten oder neuen Pringles, die es aber zumindest in Deutschland später gab als Chipsletten beispielsweise. Weswegen ich jetzt einfach mal Classic Paprika als Referenzprodukt gewählt habe. Ja. Ne? Da ist okay für dich. Ja, auf jeden Fall. Gut. Ja, finde ich gut. Was ich nicht gut finde, und dann werdet ihr gleich sehen, ich habe mich wieder falsch eingekauft. Warum Pringles? Und warum Aldi oder ist das Lidl? Rot. Rot. Snack Day. Das ist eine rote Packung. Und was ist es? Ist es nicht Paprika? Es ist gesalzen. Ich habe nicht genau genug drauf geguckt. Das sind die Salzvarianten. Bei Pringles sind die roten ja auch die Salzvarianten. Ja, ach, das stimmt. Aber für mich, ich bin auch Team Rot Paprika. Ja, ne? Rot, das ist so. Gelb Paprika. Hier ändert sich nichts. Richtig. So. Genau, aber ist halt so, deswegen ist es ein bisschen schade. Ich war aber auch zu faul, dann nochmal einkaufen zu gehen und dann es zu kaufen. Ja. Wir können ja einfach die Taktilität im Vergleich richtig bemühen. Konsistenz und sowas gibt's ja auch. Top. Wollen wir Pringles einfach starten? Ja, weil gerne. Und jetzt oute ich mich mal im Vorfeld. Ich bin gar nicht der größte Pringles-Fan. Wie geht's dir? Oh, ich liebe Pringles, aber aufgrund, auch weil die auch so 3 Milliarden Sorten, weil wieder neue Sorten rausbringen, die kann man so schön weltweit testen. Und meine Lieblingssorte ist der Hot and Spicy und die finde ich echt gut gewürzt und Salt and Vinegar, dieses Essig-Salzige. Gibt's in Deutschland leider nicht, aber kann man so schön aus England manchmal probieren. Also ich muss sagen, ich esse sowieso Chips sehr, sehr wenig. Ja. Wenn dann aber ganz gerne Stapelchips, was mir bei Pringles nie so gut gefiel, ist, dass die sehr sehr schnell diese Kartoffelbrei-Konsistenz im Mund bekommen. Weißt du? Das wird sehr schnell. Ja, Stapelchips haben echt, das stimmt, andere Konsistenz. Bin gespannt. Es hat schon so ein schönes, wenn man das im Mund hat und gar nicht raufbeißt, so schönes Räucher, das Aroma irgendwie. Oh. Aber sie geben schnell klein bei. Ich finde diese Knusper-Konsistenz, die sagt schnell, oh, also sage, bevor der Speichel im Mundraum sein Werk beginnen kann, hat man das Gefühl, die streichen schon die Segel und geben sich geschlagen. Das finde ich, geht sehr schnell bei Pringles. Spannend, perfekt beschrieben. Hab ich noch nie so drauf geachtet. Das ist manchmal auch so schnell esse. Ja. Das ist halt in der Lehre. Aber sehr spannend. Also echt. Also wirklich ziemlich schnell machen die den, ich will ein Speisebrei werden. Ja. Der ich auch mal war, bevor ich geröstet wurde oder wie auch immer. Das ist ja wahrscheinlich aus. Achso, und das mag ich ganz gerne, wenn ich denke, oh, kann ich mir die Würze, kommt die Würze schneller im Mund an quasi. Naja. Ja, aber die Würze sagt auch schnell bye-bye. Aber die sind relativ harmlos gewürzt, ne? Nicht zu stark. Ist auch nicht meine liebste Pringles, muss ich sagen. Also gibt ja tatsächlich pro Chipsmarke hat man auch seine pro Sorte hat man auch seine favorisierte Chipsmarke. Ne? Bei einer Marke, zum Beispiel bei Funny Frisch, finde ich, ist Paprika immer so das Maß, ne? Und dann ist bei. Ja, die ungarischen oder Peperoni oder so. Richtig, genau. Wollen wir mal direkt zum offiziellen Kollegen übergehen? Sunsnacks, das ist dann die Variante von Lidl. Nee, Aldi, Entschuldigung. Auch wenn man sie. Guck mal, auch die Schriftzüge, ne? So, Snack Day, Bing. Inklusive Sonne. Und Sunsnacks. Mit der Sonne im Namen. Das ist schon wieder so. So nah dran, ist echt schwierig. Hießen die nicht früher mal Ibu oder so? Ibu kenne ich auch von noch. Aldi, IBU. War das Aldi Nord? Ibu, glaube ich auch. Sag's es. Hier steht sogar auch der Hersteller drauf. Was ist? Ich habe hier den Ort Uetze-Henningen. So wie können wir Quartett spielen. Ah!
Neu-Isenburg, Ibu GmbH steht hier tatsächlich drauf. Guck mal, dann haben wir es wirklich all die. Jetzt immer noch die alte Ibu. Spannend. Ibu war dann, ich weiß genau, wie diese Diskussion haben. Wir müssen jetzt auf ein hartes Gespräch. Ja. Die durften jahrelang ihren Firmennamen behalten, aber wir müssen jetzt dahin, das ist nicht mehr zeitgemäß, Ibu. Ach, das klingt wie so ein Schlagersänger aus den 80ern. Ibuprofen, ne? Ja, oder so, genau, eher sowas, genau. Aber Ibu. Wir kommen mit Sunsnacks, wir kommen mit, dann werden sie wohl nicht heulen bei Ibu. Ja, hier hat Snacky Knabbergebäck GmbH. Ja. Interessant. So, reißen wir mal auf. Oh, das geht schon deutlich schwieriger. Ach ja, ich habe ja hier auch. Team Salz. Jetzt bin ich gespannt. Ja, aber gut. Guck mal, sie haben nicht diese, nehmt ihr mal gerne. Man sieht sofort natürlich im optischen Vergleich. Stimmt, von beiden Seiten. Ja, ne? Guckt euch das hier an. Das eine ist so ein Sattel. Das andere ist eher so ein Verschlagdach. Oder so eine Regenrinne oder so. Ne? Aber das ist hier diese schöne, da ist dieses Lächeln quasi schon in der Form vorgegeben. Ach, was ich aber, weißt du, so, und jetzt kommen wir natürlich in den Bereich der B-Note. Wenn man Stapelchips nimmt, um Dips zum Beispiel zu genießen. Klar, die einen dippen rein, ziehen raus und mit diesem leichten Bezug reicht ihnen das schon. Ja. Aber es gibt natürlich auch Dips, die eher zum Schaufeln geeignet sind. Ja, ich bin auch Team Schaufeln. Ja, und da ist natürlich diese gerade Form besser geeignet, um möglichst viel vom Dip auf dem Chip zu haben. Würde ich jetzt mal sagen. Hier, da musst du natürlich im schlimmsten Fall, bis der Daumenansatz erreicht wird, weil das einfach direkt hier über die von der Kuppe links rechts. Oder musst du dich umdrehen und dann alles rum. Ach so, meinst du? Aber es ist auch. Aber dann, guck mal, dann schlitzt sie ja in den Gaumen. Dann steckst du die so rein. Das, cool, und das erste, was ist, Schmerz. Stimmt, da hast du recht. Ja, also, deswegen haben wir Gaumenprobleme. Ja? Aber die sind, ich finde die trotzdem, stimmt. Die sehen natürlich besonderer aus. Ne? Ja. So. Aber, ach krass, schauen wir mal. Mit dem Lächeln ist mir gar nicht so aufgefallen, ein Produkt, was so eine positive Ausstellung dann gleich hat, weil die Chips dich anlächeln. Wenn's so Mensch, ist. Colin, ja, ist so, das wird doch so, so sein. So. Krass. Falls ihr es noch nicht genutzt habt, Pringles, ihr habt meinen Segen, lustige Grinsespots zu machen. Ja. So, jetzt bin ich gespannt. Was essen wir jetzt eigentlich? Ganz andere Würzung. Komplett anders. Interessant. Aber ich habe es gerade ungefähr 10-mal gemahlen mit dem Kiefer. Echt? Und auch beim 10. und auch jetzt noch ist noch ein leichtes. Es ist noch ein Crunch-Gefühl. Ja. Ich weiß nicht, was ich von der Würze halten soll. Die sind echt knusprig. Aber. Obwohl. Also, ich finde die crunchiger. Bei der Würze, ja. Da kann man. Also im Mund knuspern sie anders, finde ich auch. Mhm. Schmecken knuspern anders. Und ich finde, die sind so wie Chipsletten, dachte ich jetzt gerade. Ja, ne? Aber eher so, ja. Echt, Kategorie Chipsletten, krass. Sind aber auch nicht überwürzt, oder findest du die zu. Ich muss auch immer hier direkt. Ich finde, die gehen so in diese Chipsletten-Würzrichtung. Und. Wenn du jetzt einen Pringle daneben nimmst, völlig anderer Geschmack. Ja. Also, als ob diese Würzunterschiede sich mit. Ey. Je mehr du sie quasi in einen Raum zwingst zusammen, je länger du sie lässt, desto mehr bekriegen sie sich. Ne? Das schmeckt plötzlich so ein bisschen säuerlich. Man kann es nicht parallel essen. Nee. Das ist total strange. Absolut. Ich hätte nämlich nie gedacht, dass Pringles so schmecken, wie sie schmecken, nachdem ich die Stapelchips von Sunsnacks probiert habe. Das ist mega seltsam, ja. Ja, das ist ja eigenwillig, das Ganze. Ja. Krass. Jetzt mache ich trotzdem nochmal, ich gehe nochmal zurück. Das ist wie so ein Chips-Ping-Pong. Ja. Der ist friedvoller im direkten Konflikt. Der sagt, er kommt. Ist okay. Ja. Er verändert plötzlich seine Haltung komplett. Das stimmt. Und er sagt, ach nee, ist doch, ich bin doch zufrieden mit mir. Ich muss doch, nur weil du den Panzer rausfährst, ich bleib bei meinem, bei meiner Pistole. Ja. Das stimmt. Also, was schmeckt dir besser? Es ist echt eine gute Frage. Es ist echt eine gute, also es sind wirklich so, ich finde die Geschmäcker so unterschiedlich, ich kann sie gar nicht in Referenz nehmen. Wenn man sie aber zusammen isst, quasi, ne, jetzt wie wir es gerade gemacht haben, dann fand ich doch dann die Sunsnacks in dem Bereich Paprika irgendwie besser, muss ich sagen. Also fand ich die im Paprika-Bereich besser. Und Paprika ist eh nicht meine liebste Pringles-Sorte, deswegen fand ich die Sunsnacks ein bisschen besser. Ich auch. Ja. Also, weil dazu für mich auch eben in der Gefühlsnote dieses Crunchigere, was länger bleibt, ist da schöner. Ja. Also insgesamt, deswegen, hier geht der Sieg für mich. Also der Vergleichssieg, die haben gut geschmeckt, gar keine Frage. Ja. Aber die Billigvariante würde ich mir eher auf den Zahn legen, im wahrsten Sinne. Ach so, ich finde beide super, aber jetzt im direkten Vergleich war die Billigvariante auch besser. Würde ich für beide sagen, super. Ja, aber ich möchte noch einmal die Salzvariante, ob man da irgendwie vom Crunch-Faktor.
Ja, ah, genau. Salz, aber gesalzene Chips sind auch mit das Langweiligste. So langweilig. Oder ja, warum absolut. Macht man das denn, ey? Ah. Das ist so, am achten Tag hatte Gott nichts mehr zu tun. So, und dachte sich, komm, lass mal fünfe gerade sein. Und die Salzchips waren geboren. Oder? Ich verstehe es nicht. Aber. Ja, es ist einfach ein einsamer Geschmack. Also, man kann sie essen. Ich nehme jetzt ja auch nach. Das will ich jetzt gar nicht bestreiten. Crunch ist, glaube ich, eher so wie hier. Ja, ist so. Nicht genauso super. Für den Crunch finde ich super. Aber Salz, es fehlt was. Ja. Du denkst einfach, es entfaltet sich noch irgendeine Komponente und sie kommt nicht. Nee. Der Salz geht. Ja. Das Salz geht. Das war's. Und wird aber durch nichts ersetzt. Kein Kartoffeldings-Geschmack kommt irgendwie durch oder nee. Einfach nur. Aber der Nachgeschmack davon, wenn der Salz schon gesagt hat, ich war ja nur auf der Durchreise. Ja. Der erinnert mich total. Er hat ein bisschen was von leicht. Also, so Pommes in so ranzigen Pommeswagen. Oh Gott, oh Gott. Das kenne ich. Im Ganzen so, wenn du schon, wenn die Pommes nicht so richtig gut schmecken, da gibt es ja doch Unterschiede. Ja, und ich weiß nicht, ob das immer mit der, ob das frisches oder altes Fett, Fett oder ist. Ob altes Fett vielleicht sogar viel geiler ist, weil da der Geschmack von Generationen weiterverarbeitet drin ist. Ne? Ja. Aber es schmeckt so ein bisschen so nach, erinnert mich früher an so Frankreich-Urlaube als Kind. Wo wir Pommes essen wollten und dann war man an so einem ganz schäbigen Wagen zwischen den Dünen. Und ja, es waren Pommes und ja, es war Ketchup, aber irgendwie war es nicht das, was Klein Colin sich erwartet hat. Ja, oh Gott, dieser ranzige Geschmack, ne? Ist geil. Ja, das muss also, ja schmecken, wie lustig. Wie lustig, was ein cooler Vergleich. Also die sind jetzt für mich aus der Verlosung raus, weil sie, oh, ich habe ein bisschen, mir ist ein bisschen, wahrscheinlich aus Protest, ist mir scheint mir so ein bisschen Knusperstück in die Nase geraten zu sein. Ich hoffe, sie kommt auf natürlichem Wege wieder raus. Ja. Ja, aber hier geht mein Daumen nach oben für die Sunsnacks. Super. Aber die schmecken auch gut. Ja. Aber die Frage, jetzt kommt sie ja ein weiteres Mal, meine Damen und Herren. Der Preis spielt natürlich eine Rolle. Denn Pringles ist das dominante Produkt am Markt in dem Bereich Stapelchips. Ich denke, das kann man so sagen. Da gibt es ja nicht viel. Oh ja. Nicht viel, aber ich glaube, es ist so ein bisschen, oftmals, wer heute von Stapelchips spricht, meint irgendwie Pringles. Ja. Und wahrscheinlich, wenn du wenn dir jemand sagt, geh mal Stapelchips kaufen für die Party heute Abend. Ja, kauf ich Pringles. Und dann kommst du kommst mit was anderem, dann ist die Enttäuschung potenziell groß. Ja, das stimmt. Ja, und dann ist schon mal, oh, die lachen nicht, das sind doch keine Pringles. Doch, die schmecken aber viel besser. Nee, nein, nicht. So, Pringles. Pringles kosteten, das ist schon nicht, ey, das ist für Chips 2 €. 69, könnte sein. 59 hier, so, ja. Also, wie gesagt, ich habe mich bemüht, nichts in irgendwelchen Angeboten einzukaufen, sondern zu den Standardpreis, wie der jeweilige Markt es halt quasi hatte. Und das bedeutet, weil ich glaube, es sind auch weniger drin, 200 ist da mehr drin. Mehr drin tatsächlich. Okay. Hier hat das Markenprodukt sogar mal mehr. Ja, aber das wird sich ja, ich schätze mal, auch im 100-Gramm-Preis niederschlagen. Ja. 1,03 € kosten dementsprechend. Okay. 100 Gramm Pringles. So, die Sun-Snacks von Aldi, die waren ja die guten, oder was? Snack Day, wo hatte ich mich vergriffen? Nee, wir hatten die Sun-Snacks waren gut. Das waren die guten, die Paprika-guten, ja. Die kosten nämlich nur, aber auch hier wieder keine Überraschung. Beide Anbieter haben sich hier auf krass auf dieselbe Preisstruktur geeinigt. Und hier haben wir dann entsprechend auch 68 Cent auf 100 Gramm. Ui, ui, ui. Das ist nicht ganz so krass wie bei den Schokokosten. Ja. Sie haben ja quasi eine Verdopplung. Aber immer noch mehr als ein Drittel, ne? Ja, ist schon ein ordentlicher Batzen. Ja. Aber wie gesagt, da auch deutlich mehr drin ist. Ja. Aber ich glaube, bei Chips ist das eigentlich Teufelswerk. Weil Chips, ich bin zum Glück nicht so ein Chips-Mensch. Ja. Deswegen, ich kann tatsächlich, mir wird immer so ein bisschen flau nach einer gewissen Menge an Chips. Ach, ja. Aber die meisten Menschen, die ich kenne, sagen halt, solange was in der Tüte ist oder in der Rolle, wird gegessen. Once you pop, you can't stop, aber Pringles. Und das ist natürlich dann, wenn dann noch über 200 Gramm drin sind, dann würde man sich ja fast schon die Chipsletten-Variante mit 100 Gramm wünschen. Ja. 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 Also, die Pringles kriegen deswegen von mir hier nur einen blauen Durchschnittsstrich. Die Sunsnacks von Aldi auf jeden Fall besser. Und die hier zählen nicht. Ich x'e das mal aus, ne? Ja. Weil eigentlich das unfair wäre. Und ansonsten hätte ich jetzt, ich würde mal tippen, hätte mich jetzt sehr interessiert, die Paprika-Würzung. Ja. Wie gehst du ran? Sunsnacks und Pringles bekommen beide von mir so einen schrägen Pfeil nach oben. Sind für dich beide auf. Beide klar. Finde ich beide gut? Ja. Beide also für dich beide auf einem Level kannst du jetzt nicht sagen, dass eine.
ist nee, besser tatsächlich, als das, weil sind so krass, hätte ich nicht gedacht. Und die haben beide so ihren, für mich ihren Reiz. Auch die, ja. Wahnsinn. Das ist ja eigentlich auch viel schöner, ne? Nicht, wenn man das Gefühl hat, naja, heute hat es halt mal nur für Mr. Jock gereicht, liebe Kinder. Ja, richtig. Warten wir Monatsersten. Das ist ja eigentlich auch ganz schön, wenn es mal man sagt, nee, so wie in der guten alten Chantre-Werbung. So, ne? Oh mein Gott. Heute Abend kommt Dr. Menke. Ja. Kauf doch noch einen Weinbrand. Boah, wer ist der gruselige Dr. Menke eigentlich mal gesagt? Dr. Menke kenne ich auch noch. Riesig werden die Unterschiede nicht sein. Aber fein. Und Dr. Menke sagt dann, oh, Chantre, was am Geschmack erkannt, na klar, so vollmundig ist doch mein Lieblingsweinbrand, blablabla. Ja, 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 ja. Hat mich unglaublich geprägt. Ja. Gibt's aber auch, glaube ich, nicht. Früher war die Werbung einfach viel lustiger, offensiver, direkter. Ne? Das ganze Familienfrieden hing von einer Frikadelle ab. Ja, oder vom Kaffee oder sowas. Kaffee, ne? Wenn die Gäste kommen. Der gute Kaffee. Keiner sagt, er schmeckt nicht. Alle quittieren es mit der halbvollen Tasse, die sie zurückgeben. Ne? Ja, das ist Gott, wirklich die so. Halbvolle Tasse. Schmeckt dir mein Kaffee nicht? Doch, ich habe schon auf dem Weg hier hinten so viel und heute Morgen. Gut, wir machen weiter mit. Würde ich jetzt einfach mal sagen, wenn du nichts dagegen hast. Gerne. Jetzt kommt was, ich bin super gespannt. Knoppers versus Carré. Ei. Bei Aldi gibt es meiner Recherche nach kein Konkurrenzprodukt, was Knoppers imitiert. Krass. Also, gab es das mal? Boah, das muss ich echt mal sagen, weil Knoppers habe ich noch gar nicht nach den, Dupes und Nachmachen geguckt. Aber ich wusste auch nicht, dass es sie gibt. Deswegen. Was? Ah, doch, ja. Ich meine, Aldi müsste auch irgendwas haben. Ich weiß es gar nicht. Also, bei dem guten alten Hanuta, ne? Da kennt man das ja. Da gibt's ja, das habe ich auch schon häufig gesehen. Obwohl, es könnte wirklich sein, dass Aldi keine Knoppers-Nachmacher hat. Weißt du warum? Ich habe mal gehört, dass Stork, der Hersteller von Knoppers, der macht sehr viel Aldi-Schokolade. Vielleicht haben die gesagt, komm, wenn ihr so viel, wir produzieren so viel Schokolade für euch, dann nehmt da, macht ihr aber kein Knoppers-Tube. Das ist unser Top-Produkt, das verkauft ihr so, ohne eine Nachmachung. Das ist natürlich. Wer weiß. Das kann sein, aber ich weiß jetzt gar nicht, ob man Knoppers bei Aldi regulär erstehen kann. Ja, kann man. Das kann man. Okay. Dann wäre das vielleicht eine Erklärung, denn. Ich hätte, erklär's mir immer sonst, weißt du, wenn das Original nicht populär genug ist, dann lohnt es sich auch nicht für Aldi und Lidl, die ja in welchen Sphären auch immer ihre Produktsachen anfordern, so ein Produkt irgendwie rauszuhauen. Ne? Deswegen habe ich mir das immer so erklärt, dass Knoppers halt so ein. Viele lieben es, ich auch. Ja. Team Hanuta oder Team Knoppers? Oh, das ist, oh Gott, aktuell. Also ich hätte früher gesagt, Team Knoppers, aber die Special Editions von Hanuta, die finde ich krass, die sie mittlerweile rausbringen. Ne? Es gab Brownie Edition. Die ist super geil. Deswegen mache ich den Kanal darüber, weil ich das auch immer verpassen will. Es gibt eine Hanuta Brownie Edition, die ist schon zum zweiten Mal rausgekommen. Die fand ich richtig geil. Und so ein Black and White Hanuta gibt es auch noch. Und dann dieses Hanuta, was, Crisp? Also so eine Sommer Edition. Ja. Die finde ich auch mega geil. Wegen den Editions, Hanuta. Aber wenn es der Klassiker ist, gewinnt Knoppers. Okay. Ja. Weil ich finde nämlich auch Hanuta verhältnismäßig langweilig. Ja, so es ist nur eine Waffel und Und diese Schokocreme. Ja. Also da könnten es auch all die Werbungen, die wir in unserer Kindheit genossen haben, mit drei Musketieren und irgendwelchen, da ist doch frisch gebacken, hören Sie. Ach, stimmt. So diese ganze Scheiße mit Liebe gebacken, mit Stempel und ach Gott, was es da alles gab. Was mit der Wahrheit Oh mein Gott, wie sexistisch damals die Werbung war. Fällt mir gerade mal ein in den 80ern. Jetzt habe ich das Bild da vor Augen. Oh mein Gott, Ja, selbstverständlich. Die Frau, die diese Hanuta serviert hat. Ja, absolut. Oh mein Gott, jetzt hältst du wieder, genau. Und ich glaube, in einer späteren Edition dieser Werbung durfte sie dann auch mal fechten gegen D'Artagnan. Sehr hat ja lange dieses, wo so ein bisschen, hey, ich kann nicht nur in der Küche stehen. Richtig, wo sie mal so. Ja, stimmt. Genau, ich kann auch kämpfen. Ich verliere dann wahrscheinlich irgendwie und ich weiß es aber auch nicht mehr genau. Aber diese Werbung, die war doch mal eine Qual für jeden intellektuellen Geist. Egal welchen Alter. Ja. So, ich bin auf jeden Fall Team Knoppers. Ich liebe Knoppers tatsächlich. Ja. Knoppers sind geil. Und zu jeder Zeit ist Knoppers geil einfach. Ja. Deswegen, ich glaube, ich probiere jetzt erstmal den Billigheimer. Ich weiß nicht, wie du es möchtest. Den finde ich auch gut. Ich würde dann in dem Fall erst mit dem Billigheimer starten, weil sonst ist man zu sehr geprägt, glaube ich, von dem Original. Ja. Das finde ich auch. Hier ist es übrigens wieder mal mehr Füllmenge, aber es sind ebenfalls 25 Gramm pro Carré. Oha. So, jetzt werden wir schon mal sehen. Die Knoppers kann man, glaube ich, relativ gut aus dieser. Kann man gut abziehen? Ja, wenn man es. Das auch. Ach, okay. Super. Also, ich habe gleich zwei. Ja, super. Gut, da ist man direkt. Da bin ich super gespannt. Ja, da muss ich auch mal auf die. Und irgendwie sehen die trotzdem kleiner aus. Ja. Ne? Obwohl die gleich groß sind und gleich schwer, aber irgendwie wirken die kleiner. Ich weiß nicht, wie Franz liegt. Absolut. Verpackung, Magic. Ja. Komisch, oder? Machen wir nachher mal den. Ja, komm, dann mach ich doch jetzt direkt mal hier, oder? Ich teile schon mal hier den zweiten. Sieht einfach. Ich weiß warum. Ich glaube, weil die Schrift. Das Design ist einfach besser, oder? Weil die Schrift geht drüber über den Rand und es wirkt einfach voluminöser und größer. Das könnte sein. Also ein bisschen. Und bei Sotney hat man einfach. Weil sonst sind die. Also, weil sie sind ja gleich groß und gleich breit, aber. Wirkt auch irgendwie, aber trotzdem wirkt es auch höher. Ja, ja. Auch das Gefühl. Ist das strammer, aber oder habe ich mich verguckt? Nee. 25 Gramm, das ist schon die gleiche Größe. Es wirkt trotzdem irgendwie. Ja.
Auf jeden Fall. Verrückt. Wir packen sie noch mal gleich sowieso aus, dann werden wir das noch mal genau einfangen können. Aber ich habe Knoppers leider schon angerissen. Gerade schwärmte ich noch von dieser Plastikabreißflasche, was natürlich direkt mal in die Hose gegangen ist. So, das ist Herr Knoppers, wer kennt ihn nicht? Ja. So, und das ist der Carré. Carré? Nennt man ihn eigentlich der Carré oder das Carré? Das ist eine gute Frage. Der Carré klingt der auf jeden Fall, marketingmäßig würde ich der Carré versuchen durch, weil das hat natürlich noch was viel Erleseneres. Ne? Meine Güte. Gib mir mal das Carré. Ja, guck mal, jetzt haben wir uns beide hier voll zugekümmelt. Ne? Der Carré hat schon ordentlich die Waffe. War das der Carré? Da war der Carré. Deswegen, ich habe gerade auch gedacht, ups. Ja. Aber hier sehen wir jetzt auf den ersten Blick. Ne? Mega Unterschied. Sehen wir schon einen gewissen Unterschied, was sagen wir mal, wie gut die Maschinen eingestellt waren. Ne? Also, das ist bei Knoppers dann schon ein bisschen. 1:1. Super. Ja. Es sieht so elegant aus, wie mit dem Lineal gezeichnet. Absolut. Und hier würde ich tatsächlich glauben, dass die Frau Musketier noch in der Küche stand und da vielleicht auch keinen Bock mehr hatte. Ja. Guck mal, das, was du sagtest. Oh, guck mal hier, haben wir eine leichte Abschüssigkeit im Knoppers-Bild. Stimmt. Das läuft ein bisschen zu. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Aber man sieht auf jeden Fall, dass beim Carré es ist dünner. Ich glaube, die Grundfläche dürfte. Wir probieren mal den Grundflächentest. Ja, die ist quasi gleich. Ja. Das kann dann ja nur durch eine Verdichtung der Materialien zum gleichen Gewicht führen. Ne? Sie in gecremdichter ist. Ich bin sehr gespannt. Aber ansonsten glaube ich, die Schichtung ist relativ ähnlich. Wir haben die Waffel, wir haben die Schoko, wir haben die Milchcreme und darunter noch so eine Schokokante. So. Ich würde sagen, probieren wir mal. Probieren wir mal. Schmeckt aber nicht scheiße. Es ist in Ordnung. Aber ich meine, wenn ich einen Knoppers hier reinmache, habe ich immer so mega Geschmacksflasche und denke so, boah, ist das geil. Hm. Aber hier ist es auch nur in Ordnung, ja. Ja. Ich gebe zu, ich habe mit Schlimmerem gerechnet. Hm. Aber einfach nur aus die Angst, die mir im Nacken sitzt bei jedem Produkt, das ich nicht kenne. Aber es ist lecker, das finde ich auch. Und es ist wirklich, also ich finde es wirklich lecker sogar auch. Ja. Hm. Mir schmeckt auch. Es cruncht gut. Jetzt bin ich mal gleich gespannt, wenn ich das Knoppers esse. Ich habe nämlich das Gefühl, dass die Milchcreme beim Knoppers irgendwie stärker durchkommt. Ne? Ja, genau das ist es. Die ist, vielleicht ist das weniger, vielleicht hat die weniger Geschmack. Ja. Aber dass die das besser abrundet, das Knusper-Schoko-Erlebnis. Absolut, gut, finde ich auch. Okay, das ist mal. Knoppers wirklich. Besser, weil das ist auch immer, was ich als Kind so geliebt habe, weil dieser Milchcreme-Geschmack noch on top, der so schön süß ist. Ne, also. Der ist da nicht einfach nur Staffage. Richtig. Oder gute gewissen Füllmaterial für Mama, da ist auch Milch drin. Ja. Mhm. Da ist mehr Abenteuer drin. Mega geil. Haben wir direkt auf der Zunge, oder? Das ist einfach bei Knoppers den ersten Bissen. Ja. Boah, mit der Milchcreme, das Geschmackserlebnis, da kriege ich immer so, wow. Das Geschichtete kommt auch besser rüber, ne? Ja. Da ist so mehr Vielfalt drin. Der cruncht angenehmer, der hat einen richtig schönen geschmeidigen Durchcruncher. Und diese. Das ist einfach mehr Abenteuer im Essen. Also mehr so Terrain, was man vielleicht auf den ersten Blick erwarten würde, weil ja auch viel drin ist so. Ja. Aber das ist dann nicht einfach eine Mogelpackung, sondern im Mund hat man auch das Gefühl, da tut sich noch was, während man kaut. Ja. Das ist so geil. Wenn du einmal weißt, wie das schmeckt, willst du doch das andere nicht mehr essen, oder? Aber wenn du weißt, wie Knoppers schmeckt, ich könnte es nicht. Also ich will dann auch das Original. Mhm. Das ist bei einigen Produkten ist es echt so, dass ich echt nur, obwohl es nicht schlecht ist, aber. Ey, du, geht mir genauso. Also es tut mir leid. Also das war wirklich nicht schlecht. Ja. Aber das ist dann wirklich so, wenn du nur das kennst, würdest du sagen, doch, das schmeckt mir, das Produkt. Ja. Aber hier dieses. Gerade dieses von der Milch, dieses Löschende, ne, dieses Rahmige, was da noch so ein. Boah, das ist so einzigartig, so geil. Ich bin auch so ein Milchcreme-Freund und Fan. Das macht Knoppers perfekt. Das macht Knoppers aus. Ja, Knoppers. Ja, definitiv. Das ist, okay, Stork, der Punkt geht an euch. Definitiv. Ja, mal gucken, was das preislich macht. Denn Knoppers ist meiner Erinnerung nach auf jeden Fall auch kein Hochpreis-Produkt, sondern verhältnismäßig. Auch günstig. Günstig, ne? Genau. Ja. Auch. Pringles hatten wir gerade, jetzt kommen wir zu Knoppers. So. Knoppers, das Original aus dem Hause Stork, yes. Die in der Geschichte der schlechtesten Werbespots definitiv
mit Hauptkonkurrent Ferrero Kopf an Kopf reiten, ne? durch die Grauen der Werbung. Ach Gott, morgens 9:30 in Deutschland, diese Scheiße mit dem Bademeister. Das war das Schlimmste mit dem Bademeister. Oh, der Bademeister hat gerade Pause. Was machen Sie da? Warum essen Sie Knoppers? Ach stimmt, diese Geschichte. Diese grauenhafte Wieso. So, Gott. Sind wir auch fertig hier, ne? Ich muss dann auch mal arbeiten hier, ne? So. Oh, ja, genau. Sagt keiner zu einem Fernsehteam ever. So, niemals. Ich hab mich gerade, ich muss jetzt auch arbeiten. Ja, komm mal, gerade geh mal weiter. Ja, ist eine Scheiße. Ich hasse das lustig. Sehr. Lustig. Ich wollte kotzen schon wieder. Ich nachdenke, oh, das jetzt. Das ist spannend. Also, 1,89 Euro hat mich diese Achterstiege Knoppers gekostet. Ist doch echt mal günstig. Das ist doch ein Knoppers, 8 Stück waren's. Ja, 8 Stück drin. Boah, das ist ja weniger als 25 Cent pro Knoppers. Kann das sein? Boah, das ist doch. Das ist korrekt. 95 Cent kostet da nämlich pro 100 Gramm. Das ist schon mal gut, wenn die Eins nicht gerissen wird, sag ich mal. Ja. So, und jetzt kommen wir zur Sortne Carré Milch-Haselnuss. Das kostet nämlich, was würdest du tippen? Nur mal so aus dem Gefühl. Ich würde sagen, es ist auch 1,69 Euro, würde ich tippen. Du hast ein sehr gutes Preisgespür bewiesen. Es sind 1,79. Ach, krass, doch ein bisschen teurer. Boah, ja. Dann, aber da sind zwei mehr drin, oder? Es sind zwei mehr drin, was uns dann zu einem 100-Gramm-Preis von 72 Cent bringt. Oh, ja. Also das ist nicht so wahnsinnig signifikant. Also wäre für mich vor allem nicht relevant. Also kommt drauf an, wenn ich viele Gäste habe, würde ich vielleicht das Billige, weil zwei mehr drin sind. Ich habe gerade an Gäste gedacht, genau. Wenn dann die, je nachdem, was das für Gäste sind, sage ich mal. Ne? So, das ist so eine gezwungene Party, dann nehmt ruhig das. Habt ihr den Carré schon probiert? Ja, yes. So was ja selbst gebacken worden. Siehst du das? Ja, weil da überall so Schäden für Freunde, im Waffelbild sind. Für die guten Freunde. Ja, genau, ne? Das. Genau. Das ist so wie mit dem guten alten Uso. Ja, ja. Für meine guten Freunde. Ach, ja. Ja, genau. Also Knoppers ist für mich hier ganz klar. Ja. Also, und das tut mir auch ein bisschen leid für Sotney, denn es ist natürlich alles andere als ein Desaster. Nee. Aber es ist halt einfach schlechter. Ja. Und deswegen kriegst du bei mir auch nur den Gleichäumel. Ja. Weil leicht schlechter, aber es ist schlechter. Ja. Wie möchtest du es haben? Genau so. Genau. Man muss es ja im Original messen. Das Original ist definitiv besser, auch wenn die Kopie gut ist. Das Original ist großartig. Ja. Aber ich hätte nicht gedacht, nicht wie gut die da doch sagen. Oh, top. Wir kommen dran. So. Wahnsinn. So, die Tafel füllt sich langsam. Der Bauch aber sie auch. Füllt sich. Ja, hast du schon den Punkt, wo du jetzt sagst, ey, ich mache ja maximal 2 bis 3 Videos am Tag und achte immer auf die Portion. Das könnte ich auch nicht so lange machen mit den ganzen Süßigkeiten essen. Und heute ist auch eine mega Besonderheit. Ich habe nichts vorher gegessen. Normalerweise ist bei mir immer die Regel, wenn ich was Süßes esse, ne, dann immer, ich muss was Gesundes als Basis machen. Heute habe ich gesagt, ich komme komplett nüchtern mit auf nüchternen Magen zu dir und Die Lektion habe ich auch gelernt. Was das für mich macht jetzt. Aber ich würde sonst aber immer empfehlen, eine gesunde Grundlage, dann schmecken die Süßigkeiten noch geiler. Das stimmt. Ja, dann sind sie ja auch das, was sie sind. Ja. So was Besonderes, was Naschereien. Genau, ja. Und nicht irgendwie die Hauptmahlzeit. Genau, sollte es niemals sein, ja. Ist leider bei mir auch immer der Fall, wenn ich diese Sendung mache, weil sonst ist es gar nicht zu bewältigen. Ja, deswegen. Magen muss leer sein. Ja. Das habe ich auch gleich. Weil ich so viel hier gegessen. Ich habe auch noch nie so viel gegessen. In keinem einzigen Video habe ich jemals so viel gegessen. Deswegen sollte auch so krass. Das freut mich sehr. Ich bin ganz limit mit dir, echt. Aber ja, wir können das aber auch in 20 Einzelvideos splitten. Ist das ja auch. Nee, ach, das hält ja gar nicht auf. Cheat sehr effizient gedreht. Ja. Pass mal auf, wollen wir mal wieder zu einer Blindverkostung gehen? Oh ja, das ist cool. Denn Schoko Leibniz, so heißen sie, also sind das Original, man kennt sie, also einfach Butterkekse mit dieser Schokoladenauflage oder Unterlage, je nachdem, wie rum man sie hält. Kenne ich seit frühesten Kindheitstagen und finde ich bis heute geil. Ne? Das ist so eine ganz solide, ehrliche Süßigkeit. Ja. Die ist nicht fancy, aber die hat ihre Daseinsberechtigung. Ja. Und wenn jetzt wieder irgendwelche Eltern von Grundschülern damals zu mir kommen und sagen, weißt du, wie teuer die sind? Pass mal auf, wir kaufen einfach eine Stiege Butterkekse und eine Stiege Schokolade, beides billig. Dann kriegen wir quasi die achtfache Menge gegenüber der schon vorbereiteten und man dann selber so dagegen ankämpft. Nein, das ist nicht das Gleiche. Das ist genau. Wieso? Das ist dann nur Butterkeks mit Schokolade. Ja, aber welcher Keks und welche Schokolade und das Verhältnis. Richtig. Und da geht's, bei Süßigkeiten geht's mir nie um die Menge, sondern immer um den Genuss, oder? Ja. Es muss schmecken. Ja, absolut. Und wenn man da mit so Effizienzgedanken, mit so profan dran geht, dann wird natürlich so manches Kinderfest zu einer Enttäuschung und der kleine Colin nicht mehr eingeladen. Richtig. Ja. Och. Boah, der Gäbel, der ist aber auch anstrengend. Was erzählt er denn da? Der schmeckt dir alles raus. Meine Güte. Ja, gegen der Butterkekse und Schokolade und der will seine blöden Schokoleibniz haben. Aber daran wurden auch damals wirklich auch die Kindergeburtstage gemessen. Hatten die die Originalsüßigkeiten oder nur die Nachmachen? Hast du als Kind gesagt, ja, ich
Bei dem gibt es immer nur die nachgemachten Süßigkeiten, da habe ich keinen Bock. Ja, absolut. Da hat er so einen staubigen Beutel mit nach Hause bekommen. Ja, ja. Und dann dachte man so, nee, ich weiß genau, was du meinst. Verwöhnt, aber gut. Also, ja, selbstverständlich. Aber das ist, wenn man sagt, billig will ich nicht, dann ist das natürlich die Arroganz, die mitschwingt, von der befreien wir uns hier. Denn wir sagen ja, wir sind offen für das Billige, aber wenn natürlich das Teure besser schmeckt, dann muss man es auch klar benennen. Genau. Und dann darf man auch einem Kind zugestehen, dass es diesen qualitativ hochwertig ausgeprägten Gaumen hat. Ja. Nicht wahr, Frau Tebbe? So ist es damals nämlich schon gewesen. So, wir machen weiter. Ich würde gerne mal die würde ich gerne im Blind verkosten. Es gibt das Original mit schönem Wappen. Was haben wir? Ist das Brandenburger Tor? Brandenburger Tor, verschiedene deutsche Wahrzeichen. Oder sind noch da drauf? Ja. Oh, sogar ein Segelschiff. Und ein Segelschiff ist auf dem anderen. Was ist das? Das ist die. Guck mal, das ist doch hier die Tower Bridge. Also, okay. Auch ein Hamburger Wahrzeichen, die Tower Bridge. Man kennt sie. Also, gemischt. Wow. Genau, bei dem einen Bote-Dings, beim anderen einfach Schokoleibniz-Balsen, damit es auf jeden Fall nicht gefaked werden kann. Verschiedene Motive. Und da müsstest du mir am besten mal einfach, leg mir doch mal einen hier auf den Teller, weil ich mache wirklich blind, weil ich steht Schokoleibniz drauf. Ja, ja. Und wir sind natürlich nicht Löffelmesser Gäble, wenn wir nicht permanent und regelmäßig von Folge zu Folge an Optimierung arbeiten würden. Super. Heute die Schlafbrille. Ah, perfekt. Die gleichzeitig einen wunderbaren Blindverkostungstest macht. Möchtest du die auch blind testen oder ist dir das nicht so? Ich will die unbedingt blind testen. Okay, dann weil machen ich wir glaube nämlich, dass ich hier total nicht rausschmecken würde, den Unterschied. Ich bin gespannt, weil ich den Vergleich nicht habe. Ich weiß, dass ich glaube zu wissen, wie die schmecken, die Originale. Ja. Und wenn die anderen das natürlich gut treffen, dann wird es schwierig. Ja, aber super. Bei Monte war ich ja schon raus. Yeah. Insofern, ach Gott, was ist das für mein Kopf? Muss ich erstmal wieder rausschicken. Hier, guck mal, unsere Schokoleibniz-CD, das Pickup der 80er, kann man auch sagen. Ne? Ja, und vor allem, da gibt es dann ja auch wieder Leute, die sagen, das ist doch wie Pickup. Pickup schmeckt ganz anders. Ganz anders. Die Schokolade ist ja ganz anders. Die knackt doch auch mit dem Keks, die Pickup-Schokolade. Ja. Und vor allem sollte man da definitiv die dritten nochmal richtig auch festgemacht haben, verankert haben im Kiefer. Sowas weil der Abbiss, der ist nicht anspruchslos. Nee. Also, wenn man da lose schneidet, Zähne beim Pickup hat, finde ich, da kann man dann vielleicht sein blaues Wunder erleben. Mhm. Und der Zahnarzt hat den nächsten Auftrag. Also, deswegen. Und ich mag die lieber. Pickup ist auch so diese Knackigkeit. Das ist so viel, das vermauschelt sich viel schneller im Mund. Ich weiß, ich will das Wort gar nicht mehr sagen, weil ich weiß, dass das auf der No-Go-Liste steht. Also, ich finde es lustig, das Wort. Ja. Ich finde es auch wunderbar, weil es trifft für mich so meine Wahrnehmung dabei, wie so Geschmäcker sind. Ja. Zusammen Frühlingsfest feiern, danach in die Kiste steigen und heiraten. Und das ist von Anfang an eine Liebesbeziehung, die auf Glück und auf Liebe aufgebaut war. Ja. Das ist so, ach top. Wenn das bei einem Produkt der Fall ist, dann weißt du, kommt zusammen. Du musst aber unbedingt ein Pickup probieren, was letztes Jahr rausgekommen ist. Magst du weiße Schokolade? Sehr gerne. Oh, ja, aber nur dann, wenn sie, da sind wir auch wieder, es ist ja nicht so, dass jedes Produkt mit weißer Schokolade, das gibt es immer. Stimmt. Genau. Sondern wenn es nur noch, bei Ferrero Küsschen finde ich das ganz schlimm, da wird süß noch süßer. Ja. Und da mag ich das zum Beispiel nicht, aber es gibt zum Beispiel den KitKat White Chunk, mag ich sehr gerne in weiß. Ja. So, ich sehe jetzt auch nichts mehr. Das finde ich super. Ich würde jetzt irgendwas. Ich noch ein bisschen weiter machen. So. So. Zack. Boah, ich muss ja echt tief. Gib mir einfach irgendeinen. Ich gebe dir irgendeinen Keks, gebe ich dir, und du bist wirklich total blind. Ich habe jetzt hier mal den Teller in. Danke dir. Ich habe auch noch nie dran gerochen, deswegen kann ich jetzt hier keinen Referenzcharakter irgendwie versuchen, für mich einzuziehen. Mhm. Ich sag mal so. Wenn das Imitat ist. Ja. Und es deutlich weniger kostet. Ja. Dann würde ich sagen, ich kaufe das Imitat vielleicht künftig. Ah. Wie war der Keks so? Knusprig oder? Nicht zu bröselig knusprig. Nicht zu bröselig. Eigentlich angenehm. Mhm. Er hatte eine angenehme Bröseligkeit, aber eben, wie gesagt, diese Liebeshochzeit, die müssen sich nicht lange kennenlernen. Und natürlich das lange kennenlernen und das Umwerben und sich sicher sein, bevor man den Ring an den Finger steckt, ist ganz wichtig. Aber es kann ja manchmal auch lieber auf den ersten Blick sein. Ja. Und die beiden müssen sich nicht lange umwerben. Da funktioniert's. Ich finde, schmeckt mir sehr gut. Ich würde jetzt fast sagen, gib mir noch mal einen Vergleich, bitte. Ich will nur, bevor ich allzu hochtrabend hier. Ich meine, ihr wisst ja tendenziell, ein was ich Vergleich. Sage, wo die Reise hingeht. Okay. Ein neuer Keks.
Deutlich brösiger, der Keks. Ist aber auch nicht schlecht. Es ist auch ein anderer Keks. Ich war kurz davor, dir nochmal den gleichen Keks zu geben, und dachte mir, nee, so, aber es ist wirklich ein anderer Keks. Ist ein anderer, ja. Ist wirklich ein anderer Keks und ja. Ich muss zugeben, ich schmecke hier keinen signifikanten Unterschied. Jetzt würde ich mich gerne nochmal irgendwie nächste Woche, ja, das Ganze ohne Augenbinde, ja, ob ich dann sage, ist doch ganz klar, völliger Unterschied. Ja. Ich bin überrascht, wie niedrig da. Könntest du mir vielleicht einmal was noch, oder kannst du mir auch die Flasche reichen? Ja. Weil das ist natürlich jetzt ein bisschen gefährlich. So Wasser. Das Einschluck ist noch drin. Oh, krass. Alles gut. Vielleicht jetzt noch mal Kandidat Nummer 3. Haben wir einen Nummer 3 hier? Ja, auf dem Teller sind drei Bahnen. Ich habe das irgendwie durcheinander geworfen. Oh mein Gott, wie sah der erste aus? Oh mein Gott. Also das mit okay, ich kann es am Motiv noch erkennen. Ach, und ich dachte, dass eine Sorte verschiedene Motive hätte. Jetzt bin ich. Verstehe. Okay. Ach, krass. Verstehe. Wir haben ja drei. Krass. Und ich dachte, verschiedene Motive, krass. Ach, wie das ist ja auch, wie verwirrend das alles ist heute. Krass. Nein, aber jetzt bin ich mal gespannt. Okay, ich weiß noch, was ich dir gegeben habe. Sehr gut. Das ist echt nicht leicht, aber das ist definitiv nicht Schoko-Leibniz von Balsen. Oder von Leibniz. Und damit habe ich bestimmt recht. Bitte sag mir, dass ich recht habe. Ich sag's dir direkt. Du hast recht, natürlich. Okay. Du hast recht. Nein, bin ich beruhigt. Der ist es nicht. Der ist so, wo ich sagen würde, nee. Das schmeckt nicht schlecht. Ja. Es schmeckt relativ, es schmeckt sehr süß. Ja. Der Crunch ist in Ordnung. Die Schokolade ist aber süßer. Dünner, das ist wie so ein typisches super helle Vollmilchschokolade. Wo der Kakaoanteil deutlich weniger prominent ist als der Süßfett. Ach, wie bei dieser Kalenderschokolade, wie wir es heute schon mal hatten. Nee, ganz so schlimm nicht. Nicht ganz so schlimm. Das Staubige ist es nicht. Okay, aber, sehr gut. Okay, da bin ich raus. Also die wird jetzt schon mal schlechter als die anderen beiden. Uiuiui. Kannst du mir vielleicht noch einen Schluck, kannst du mir auch die Flasche einfach geben? Natürlich. Warte mal, ich guck mal. Ich bin super gespannt, wie du da gleich. Super. Du hast ja einen sehr, sehr feinen Gaumen. Ja, aber bei dieser, ich bin schon mal bei diesen Keksen, die habe ich mal in einer anderen Konstellation getestet, bin ich schon mal gescheitert. Grandios. Also deswegen bin ich heute, manchmal ist es auch so tageskonditionsabhängig, ne, was ein Gaumen man hat. Ja, aber ich bin total verwundert. Ich hätte gedacht, das wäre stärker. Könntest du mir noch mal den Keks irgendwo hinschieben, den ich als, ist mir eigentlich egal, als erstes oder zweite, nur nicht den dritten noch mal. Das bin ich total verwirrt. Willst du noch mal probieren, den ersten? Ja. Also den neun oder noch mal? Du kannst mir auch neun geben. Das ist Ach komm, noch mal. Nochmal, ich gebe dir nochmal direkt. Wir haben ja genug, ja, genau. So. Das ist jetzt der Kandidat Nummer 1, ja? Das ist Kandidat Nummer 1 nochmal. Ja. Der dir, hat dir, glaube ich, am besten geschmeckt, oder? War das der Kandidat Nummer 2? Er hat schon sehr diesen. Dieses, es bleibt nicht so eine einsame Süße zurück, sondern wirklich so. Alles entschwindet relativ gleichmäßig aus dem Mundraum geschmacklich. Das finde ich gut, weil das ist so ein bisschen dieses, weißt du, am Schluss bleibt nicht so irgendwas Dominierendes über, was man nicht haben möchte. Ja. Sondern die kommen gemeinsam, die bleiben gemeinsam und die gehen gemeinsam, wie so gute Partygäste. Das ist aber auch perfekt. Einmal noch den anderen, bitte. Den anderen. Den zweiten? Den zweiten, bitte. Ja, super. Wir haben noch mal den. Warte, ich muss noch einmal kurz zum Glas greifen. Ach Gott, ich gebe dir mal kurz das Glas. Klar, ich glaube, weil es ja wirklich Nuancen sind, hast du recht, ist das mit dem Wasser echt immer ganz gut. Ich guck mal gerade. Ich stell's mal nochmal. Ja, so, jetzt vielleicht nochmal einmal den zweiten. So, krass. Da, hätte ich nicht gedacht. Krass, jetzt aber in dieser Hand. Ich wusste nicht, was ich zu erwarten habe. Danke dir. Aber es ist auch eines deiner Lieblingsprodukte, ne? Von daher. Nee. Oder? Na, okay, du weißt genau. Das ist ist wirklich richtig oder nicht? Man kann dich nicht verunsichern, oder? Nein, nicht bei dem. Ich glaube nicht. Der erste Eindruck war jetzt, kam mir ein bisschen fremd vor. Ich sage, also, du hast ja noch gemerkt, was ich wie bekommen habe, ne? Ja. Aber den ich zuletzt gegessen habe, würde ich sagen, das ist nicht Schokoleibniz. Absolut richtig. Der letzte war nicht Schokoleibniz. Nein, war er nicht. Nee. Also habe ich alle richtig
Also zumindest Schokoleibniz richtig rausgeschmeckt. Du hast den Schokoleibniz richtig rausgeschmeckt. Es war der erste. Ich dachte, ich verführe dich mal direkt mit dem Original, damit du so ein bisschen, ne, nicht sofort merkst, dass es, weil ich glaube nämlich, weil die so, dass man das, das ist ein Fake, direkt schnell rausschmeckt. Deswegen habe ich das Original gegeben als erstes. Das ist gut. Und dann war es, da habe ich die Reihenfolge einbehalten, Brandenburger Tor und die Schiffe hier. Ich weiß nicht, von wem das Brandenburger Tor ist. Das ist eine gute Frage. Das werden wir gleich rausfinden, wenn wir, das, wenn wir die Referenzverpackung sozusagen anschauen. Oh, guck mal. Guck mal. Das ist gut und günstig. Also das Letzte, das hast du mir als Letztes gegeben. Was ja am wenigsten geschmeckt hat. Ja, das waren dann die gut und günstig, das kann ich mir schon mal merken. Ui. Wir haben es natürlich nicht auf die Kekse geschrieben. Ja. Und der Biscotto Schoko Butterkeks von Aldi. Biscotto ist Aldi? Biscotto ist Aldi. Oh, Biscotto ist Aldi. Gut, ne? Der war gut. Der war echt überraschend nah dran. Ja. Aber in den Nuancen unterscheidet sich dann selbstverständlich, was man in den Wagen legt. Du möchtest dasselbe jetzt bitte auch machen, oder ist dir das? Wäre eine schöne Herausforderung. Oder bist du langweilig, wenn ich jetzt auch noch mache? Nein, Quatsch, Quatsch, Quatsch. Ich glaube, du kommst auch, genau. Ich habe das Gefühl, du kannst dich viel schneller festlegen als ich. Ja. Ach so, ja. Oder bist dir viel schneller sicher, was du da hast, während ich dann mich sofort wieder verwirren lasse, ne? Da bin ich, Gott, das ist aber echt eng. Aber gut, oh Gott. Ich bin gespannt. Gut, bei drei Möglichkeiten. Ui. Boah. Geht es? Es sitzt aber gut. Es ist gut. Ja. Muss auch stramm sein. Ne? Auf jeden Fall. Womit wir starten. Und vielleicht, definitiv. Ich finde, du hast das so toll beschrieben vom Geschmack her. Mhm. Ich glaub, vielleicht kann ich sogar direkt erraten, was ich habe, anhand deiner Beschreibung, weil die einfach so treffend sind. Ja, gut, im Abwarten. Das ist, doch. Aber das ist wie, also, wenn man mit Bilder malt von einem schönen Haus, was im Grünen steht. Die Sonne leuchtet, zwei Hunde springen im Vorgarten. Ach Gott, wie schön. Und das Kind ist hinten angekettet. Dann hast du ein ganz anderes Bild von diesem Haus und von den Hunden. So, ich werde dir jetzt mal einen Keks meiner Wahl geben. So. Spannend. Ich lege dir den Keks einfach in die Hand. Ach, so gerne. Oder du kannst ja auch, ich gebe dir den Teller. Also, oder so, den Teller. So können wir es auch machen. Ich muss ja natürlich aufpassen, ich werde den Keks am Rand anfassen. Ja. Könnte ich ja vielleicht erfühlen, was es ist. Das ist gut, aber stimmt, könnte man vielleicht. Okay, ich kann es noch riechen, ich habe nicht zu fest die Maske. Riecht aber schon mal nicht nach dem Markenprodukt, muss ich ganz ehrlich sagen. Es riecht nicht nach dem Markenprodukt. Es hat so ein bisschen das, was du als Drittes hattest, was du als Drittes beschrieben hast, so riecht das hier. Hm. Mhm. Schwierig. Aber wie höflich er ist. Er macht das mit der Hand. Und damit man nicht die ganze Zeit wie so ein sieht, ne? Das ist gut. Das machst du natürlich sehr, sehr. Wenn ich jetzt damit anfange, heißt das, hast du ja beim Junkfood-Guru abgeguckt. Nein, gerne. Du, das ist auf keinen Fall das Markenprodukt, würde ich sagen. Da legst du dich fest? Ja, lege ich schon fest. Ich weiß nicht, ob es jetzt tatsächlich von Edeka war, aber ich müsste noch das zweite testen. Ja, gib mir doch mal das zweite. Möchtest du nicht machen, Genau. Gib mir noch mal das, was du als Zweites hattest. Genau. Selbstverständlich. Mein Gott, wie suggestiv. Möchtest du einen Schluck Wasser nehmen zwischendurch? Dann, oder bist du noch nicht übersüßt? Alles klar. Nicht übersüßt, also. So, dann kommt jetzt Kandidat Nummer 2. Wow. Ich muss hier noch mal einmal kurz durchschaffeln. So. Dann kommt jetzt Kandidat 2, da ist der Teller. Super. Ich bin gespannt. Das riecht aber lecker. Oder nicht? Oder doch? Ah. Ich komme manchmal mit offenem Mund, weil man dann halt mehr schmeckt. Ey, absolut. Ich mache das immer, indem ich meine Nasenflügel sozusagen. Mein Gott. Den Kanal möglichst mit auf einem hohen Sauerstoff durchlasse. Sehr gut. Und das schmeckt aber geil. Und der Keks macht einen riesigen Unterschied, hat einen ganz viel intensiveren Geschmack. Schokolade rundet es perfekt ab. Das ist das, was du eben so als schöne Hochzeit beschrieben hast. Das ist für mich das Original. Jetzt, ich bin gespannt, ob das, ist für mich das Original. Muss ich noch den dritten essen eigentlich? Selbstverständlich. Stimmt, naja, muss ich gucken, vielleicht verwirrt mich ja der dritte. Du musst ja zumindest vielleicht zwischen den Besten und den nicht so Guten noch sagen. Ja, das stimmt, ja auch noch abstimmen, ne, genau. Eine. Wenn du was trinken möchtest, sag Bescheid, ansonsten. Ja, gespannt ist natürlich. Oha, interessant. Oh Gott, schlecht ist das. Oh gut, dass ich noch einen dritten gegessen. Also, interessant. Ich glaube, jetzt muss ich kurz was trinken, um mich nochmal auf den Geschmack vom dritten einzulassen. Ich bin verwirrt. Hab gerade gesagt, das ist das Original, was ich gerade gegessen habe, aber ich glaube, der dritte geht mir in eine Richtung hier, die ich gar nicht mal so schlecht finde.
Ich geh's dir was ein. Krass, danke dir. Glas. Es ist nicht, je mehr Variablen in die krass, Rechnung kommen, hier ist einmal dein Glas. Muss ich mal was trinken, das ist echt krass. Tja, meine Lieben, ne? So ist das mit den Blindtests. Das ist spannend, das ist natürlich eine Volksfestkomponente, die wir hier einbauen heute bei Löffelmesser Gäbel. Die mal gucken, ob es Standard wird. Versuche nochmal die Schokolade so zu schmecken. Naja. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Aber ich habe ja schon gesagt, dass ich Aldi-Fan bin von der Schokolade manchmal. Und ich habe eines von den beiden muss Aldi gewesen sein, jetzt von den letzten beiden. Also ich glaube, hier habe ich die Aldi-Variante und davor war der Schokoladenmix und als allererstes hatte ich die gut und günstig von Edeka. So glaubst du. Oh Gott, hoffentlich ist das richtig. Jetzt wäre ich nervös. Ich habe das schon mal versagt. Scheiße. Und ich kann dir an dieser Stelle versichern, ja, dass du 3 verschiedene Kekse gegessen hast. Ja. Ich habe dich nicht hinters Licht geführt. Stimmt, hättest du ja auch machen können. Oh Gott, ja. Das Erste, was du gegessen hast, war in der Tat gut und günstig. Ach, geil. Das Zweite, wo du dich schnell festgelegt hast und dann beim Dritten noch mal kurz gestruggelt hast, war in der Tat das Original. Ach. Und das Dritte war Aldi. Wahnsinn. In einem Durchlauf. Krass. Und witzigerweise, so wie du es beschrieben hast, ja, genauso habe ich es auch wahrgenommen. Also ja, diese Abstufung und mit dem Aldi und dem Schokoladnitz-Produkt im Vergleich, ja, da wurde es noch mal ein bisschen spannend, ne? Total. Fand ich nämlich auch. Ich hatte ja eine andere Reihenfolge. Ja. Du hattest mir, glaube ich, erst Schokoladnitz, da war ich ziemlich sicher. Und dann kam Aldi, was ziemlich nah dran war, ne? Total. Und beim Dritten, da ist man sich sicher. Oh, dann ist, krass. Echt abgefahren. Und ich muss echt sagen, weil es hat auch gelebt, ist auch ein toller Tipp eigentlich, wenn man das mal nachspielen will, ne? Deine Beschreibungen sind so gut. Wenn du auf die Beschreibung achtest und danach isst, muss ich sagen. Ach so. Das ist eine gute Vorlage. Das ist eine perfekte. Du hast den Geschmack so beschrieben und gedacht, ich habe immer deine Worte im Kopf gehabt und habe versucht, das dann so. Vielleicht war es für mich dann auch ein bisschen einfacher tatsächlich. Ja, ich glaube, du hast dich so schnell also war krass. Nicht Wahnsinn. Schlecht. Nicht schlecht. Aber guck mal, dann haben wir doch beide hier super die volle Punktzahl erreicht. Volle Punktzahl, das freut mich. Wahnsinn. Aber du musstest nicht mal zwischenessen. Nee. Aber ich war wirklich krass mit diesen beiden ersten. Hey. Es sind dann die Nuancen gewesen. Aber beim zweiten Mal, als ich dann noch mal die beiden hatte, da dachte ich dann auch sofort, nee. Dann merkst du es dann irgendwie schon. Ja. Was dennoch ganz klar als Kompliment für Aldi. Aber wirklich. Ja, zu bewerten. Ich wollte schon gerade sagen, weil normalerweise mag ich die Aldi-Schokolade ganz gerne bei den Jetzt fehlt uns hier doch. Einer fehlt uns, ne? Ja. Biscotto haben wir, Leibniz haben wir, Edeka, gut und günstig fehlt. Wo ist er denn? Dann müssen wir vielleicht noch hinten. Ja, genau. Den müssen wir noch mal dann nachschreiben. So, wo sind wir denn hier? Also, 1,29 kostet das Original. Alle haben 125 Gramm Darreichungsform. 1,03 €, das ist auch immer noch okay. Die waren früher auch immer so 1,99 €, glaube ich, sogar noch. Also so in so einem, haben nicht großartig da was verändert. Nee. Und ich glaube auch nicht, es waren immer 125 Gramm, glaube ich. Ich glaube, da haben sie wirklich nichts. Nee, ich glaube auch, weil man kennt ja so die Form, waren immer so 3 Dinger und dann, waren dann nicht länger, meine ich auch nicht, Biscotto war so, da sind wir bei 69 Cent, Alter, aber ein bedeutender preislicher Unterschied. Boah. Und entsprechend 55 Cent, das krass. Exakt gleiche Preisprinzip haben wir auch dann bei Edeka. Ah. Ich habe das nochmal, stelle hier eben hin. Geh in der mir sehr wunderschönen Schrift. Schoko-Butterkekse, ach Gott. Warum kann das nicht ein Kurzwort sein, wie ich finde aber auch diese Handelsmarkennamen manchmal, ne, so wie gut und günstig von den Supermärkten, ist es schon lustige Namen. Ja. Ne? Nennen es einfach, wie es sein soll. Soll gut sein und günstig sein. Stimmt absolut nicht immer. Günstig ist es immer meistens, aber gut ist es auch nicht immer. Ja, vor allem bei gut und günstig, ich erinnere mich damit Grauen. Ich glaube, das war bei unserem Senftest, den wir immer hatten. Ja, ja. Da war der gut und günstig Senf, das war wirklich eine ganz schlimme, das war eine Sünde, war das quasi. Also nicht im guten Sinne, sondern eine, wo man sagt, damit habe ich kein Problem. Kannst du mich nicht mit verführen. So das war wirklich eine scheußliche Angelegenheit. Oh Gott. So, also Leibniz hier ganz klar ist bei mir. Und es tut mir fast schon leid, aber den nach ganz oben könnte, hätte ich mir auch sparen können. Denn der Biscotto ist für mich auf jeden Fall minimal schlechter. Ich könnte jetzt auch das Ganze um einen nach oben. Ja. Ihr kennt das Prinzip mittlerweile. Ja. Den hier, der kriegt auf jeden Fall
den für mich, ja, weil er doch einfach abstinkt. Ja. Kostet das gleiche, stinkt aber ab. Ja. Was stinkt wirklich ab. Das stinkt, ja, ne? Wirklich, wirklich merklich. Ich würde, Leibniz ist wirklich, das Original ist besser, deswegen auch Fall nach oben. An zweiter Stelle sehe ich auch Aldi, also genau wie du. Exakt. Ja. Gut, dann ja, machen wir der Einfachheit halber, ja, dass wir nicht es noch steiler machen, weil sonst würde ich hier auch einen. Also das ist einfach ein geiles, also ich find, geiles, geiler Snack. Ich finde den, oder mache ich den Aldi auch nach oben? Also man schmeckt schon einen Unterschied zum Original, aber ich finde, es ist schon richtig, richtig gut geworden. Ich habe da echt so ein bisschen gestruggelt. Na, vielleicht mit es den ist, leichten Tendenz nach oben. Ja, aber ich kann dir den auch gerne nach oben. Das heißt einfach, die sind für dich gleichwertig. Und ich hatte ja vorhin auch mal das Argument des Preises. Fast gleichwertig, muss ich sagen. Ja. Nur fast. Aber es ist wirklich, ja, es ist so. Das ja, sind ja. Ich meine, ich habe da musste wirklich strugglen, um zu gucken, welches schmeckt mir jetzt wirklich besser. Und ich habe das Original einfach nur am Geschmack erkannt dann. Und ja, deswegen beide nach oben. Ja. Aber das ist doch mal schön. Dann kommen wir hier nämlich einfach ebenfalls ja, in die nach oben Front bei dir. Ja. Und ich kann das absolut nachfühlen. Hier geht es mir auch nur darum, dass ich diesen Originalgeschmack, ja, ich liebe ihn einfach. Ja. Ich bin da geprägt. Du bist der Profi, das ist dein Lieblingsprodukt. Ja. Das ist da, das hat man einfach, ne? Ja. Ohne Grund. Deswegen, aber ich würde auch sofort jederzeit die Aldi-Variante mir kaufen, weil sie einfach gut ist. Also überraschend gut. Vor allem dann auch, wenn man weiß, dass es weniger gut geht. Ja. Jetzt würde ich natürlich am liebsten direkt irgendwie von Ja und von Lidl, weil ich glaube, das gibt's auch. Ich finde, von allen, oder? Jeder hat eine eigene. Oder ja, hat jeder eine. Das stimmt. So ein Klassiker muss jeder haben. Ja. Ich lass mich noch mal einmal ganz kurz schauen. Ich will nur mal einmal sehen, ob man hier zum Beispiel an den Kalorien irgendwie. Stimmt. Wir haben. Nö, das ist. Oder exakt. Kakaoanteil oder sowas. Ja, also die haben. Ein Keks hat hier 70 Kalorien laut dem. Ja. Und hier hat ein Keks 71. Ja. Fett, Kakao, Kakao. Steht gar nicht der Anteil. Kakaobutter, Kakaomasse steht hier. Naja, genau. Als dritte Zutat. 63% Vollmilchschokoladenanteil im Verhältnis zum Keks. Haben wir hier auch 63%? Haben wir hier auch. Ja, also, Quartett. Ja. Kann man sagen. Kann man sagen. Da wollte man was imitieren. Jo. Cool. Das, da bin ich froh. Wir haben gut abgeschnitten und trotzdem eine schöne Alternative entdeckt. Das ist. Absolut. Dazu sollte diese Sendung ja eigentlich auch gedacht sein. Ja. So, wollen wir jetzt vielleicht mal. Jetzt bin ich super gespannt. Ja. Toffifee? Ja. Vor allem, weil du gerade sagtest, das gibt's nämlich. Diese Nachmache gibt's nicht in jedem Supermarkt. Das ist die allererste Nachmache oder beziehungsweise an ein original angelehntes Produkt überhaupt. Das gibt es erst seit entweder 2019 oder 2020. Das ist relativ. Aber du hast das schon mal, du hast das irgendwann mal wahrgenommen und dann sozusagen auch im, bei dir auf dem Kanal gleich mal getestet. Das war so cool. Entdeckt und dann direkt mitgenommen und getestet, ja. Dann will ich dich jetzt gar nicht so viel dazu fragen, logischerweise, denn das wäre ja fatal. Wir wollen ja hier keinen. Ich will gar nicht schon vorgeprägt sein. Nee. Ich. Bin gespannt, was du sagst, ja. Ich liebe Toffifee. Ja. Mein Problem bei Toffifee ist nur, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich habe das für mich das Taube-Nuss-Prinzip getauft. Denn es gibt in jeder Packung immer eine Nuss, die so, wo du das Gefühl hast, da ist so ein Fäulniskammer drin. Du knackst es auf und die Nuss ist irgendwie so ekelhaft. Hab ich aus meiner Kindheit auch noch. Ja? Irgendeine Nuss ist kacke. Aber das war wahrscheinlich früher, vor 100 Jahren, jetzt haben sie es nicht mehr. Aber ich glaube, es hat sich so eingeprägt. Ja, ey, das gibt's heute noch. Ja? Das gibt es heute noch, dass du das. So, ich habe immer das Bild von einem Backenzahn, der von innen schon so verfault ist. Oh Gott, schrecklich. So ist das. Und dann kommt da durch das Zermahlen kommt da Luft dran und dieser halb gammelige Nuss, der eigentlich hätte aussortiert werden sollen. Ich habe alle meine Zähne letztes Jahr machen lassen, zum Glück. ich habe 5 Kronen und es ist alles okay. Okay, wunderbar. Nichts schimmelt mehr im Mund. Dann kann dich das auf jeden Fall nicht schocken. Aber gut, du kennst es. Aber ja, doch, ich kenn's. Und ich weiß nicht, warum ich das Taubenuss nenne, wahrscheinlich von Trauben. Ich weiß nicht, aber es ist für mich die Taubenuss da drin. Die eine, die in jeder Packung sein muss. So, ich gucke mal einmal kurz die Rahmenbedingungen an. Hier in dem Fall ist nämlich interessant. 125 Gramm, 125 Gramm, 15 Stück, 15 Stück. Also alles gleich. Toffee Nuts. Und hier ist es die Haselnuss in Karamell mit Nougatcreme und Schokolade. Und ich glaube, genau das ist hier Haselnuss, umhüllt von cremigem Toffee und zarter Schokolade. Also sind die gleichen Grundkomponenten. Ja. Ich glaube auch, es ist super schwer, so ein Produkt nachzustellen, weil das ja so einzigartig ist, Toffifee, ne? Das ist schon frech. Und da sieht man natürlich auch, ne, wir werden es gleich genauer sehen, dass man hier, um genau zu sein, wir werden es sogar jetzt schon genauer sehen, um sich natürlich abzuheben vom Original und dann nicht möglicherweise mit Klagen überzogen zu werden, hat man sich schon mal auf eine ganz andere Form geeinigt. Ja. Also, dass man wirklich sagt, Herr Richter, also ich weiß nicht, was Sie meinen Mandanten vorwerfen. Ja. Das ist doch ein völlig anderes Produkt. Das ist reiner Zufall, dass unsere Lebensmittelchemiker genau auf diese zusammen. Also, das ist wirklich, wir finden es geradezu skandalös, dass man uns diesen Vorwurf macht und möchten uns bitte in allen Punkten freisprechen, ihr Zeuge. Und man selber als Richter dann auch so denkt,
Also eigentlich müsste ich dich knallhart wegbuchten. Aber, ja, was soll ich sagen? Es ist halt so, wie du sagst, und das Rechtssystem bindet mich natürlich daran, dich freizusprechen. Ne? So, das ist so. Ja. Und vor allen Dingen ist es ja auch so, dass die Supermärkte ja auch Produkte der Markenhersteller verkaufen. Wenn man dann vielleicht den Kollegen verklagt, der die Originalprodukte verkauft, vielleicht sagt er dann, ich schmeiß dich aus dem Regal raus. Und ist man so im Zug, denkt sich so, okay, vielleicht. Aber das ist auch spannend, ne? Was, ja, ja, total. Weil ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel das hier, das Original Butterkeks Schoko-Ding, weißt du, dass das noch in einer Zeit gemacht wurde, wo man vielleicht sich weniger hat patentiert oder absichern lassen müssen. Stimmt. Und kann auch sein, ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, weil sonst wäre das wenn du einfach wirklich das Gleiche in Grün machst, dann musst du ja schon, also die Leute, die imitieren, werden wahrscheinlich mittlerweile genau wissen, wie weit sie gehen können und wo das und überhaupt. Glaube ich auch. Wie weit sie gehen. Und früher ging es, glaube ich, nicht, weil die Maschinen vermutlich alle so teuer waren. Ne? Das kann, ach so. Du brauchst ja die Infrastruktur auch, um so einen Keks herzustellen. Ne? Also wenn es nicht die Marke selber macht, was es bestimmt vereinzelt gibt, aber Das stimmt, das ist spannend. Ich würde mal echt mal gerne in das Werk fahren, wo diese Mr. Chock hergestellt werden. Ich auch. Das ist spannend. Das muss ja echt was Besonderes sein. Also, was mir überhaupt nicht gefällt, muss ich sagen, dieses schwarze. Also, schwarz, ist das eine schöne Farbe, um. Also, vielleicht für umhüllte Pralinen, so, die noch in so einer Goldpackung dir das Gefühl geben sollen, oder ganz was Feines hast du da angekauft. Ja. Aber für so Schokotöpfchen und auch, guck dir mal das Kontrast Spritzbild, ist nicht schön. Das Spritzbild der Sterne. Ja. Das soll dir wahrscheinlich suggerieren, hier hat die Magd per Hand. Ja. Mit der Schokospritze gestanden. In Wirklichkeit ist das einfach nur eine schlampig eingestellte Maschine. Wie geil. Oder? Das ich weiß es nicht. Das ist nicht ganz, es hat so ein bisschen Patrick was von. Von SpongeBob gekillt, ne? Ja, genau. So ein bisschen auf dem Markt gekauft. Ja, ja. So, ne? Wir machen alles selber. Handgemacht. Genau. Das sehen sie ja auch, sonst würde das ja. Also, was. Stimmt. Ich bin schon. Wollen wir mit dem Imitat anfangen oder möchtest gerne, du? Gerne. Also, wir können auch mitmachen. Ich glaube, das Original ist ja so einzigartig. Ja. Also, da kann man mit dem Imitat anfangen, das stimmt. Ich kann mir vorstellen, dass das gewinnen könnte in der B-Note, nämlich kein. Eine taube Nuss pro Packung. Oh, da müssten wir alle aufessen. Ne? Ja, nee, das wollen wir natürlich nicht. Deswegen, so, wir machen hier das. Dazu sind hier offiziell da. Ach, diese Vertiefungen. Das klappt aber auch nur in der Werbung immer, dass sie rausspringen oder sich lösen. Es geht immer von unten raus. Aber es geht ja auch. Die sind ja manchmal so eingeschweißt. Ja, das klappt sogar. Cool. So, dann darf ich dir mal gönnen. Schaut euch das mal an hier. Hier sieht man auch bei den Toffifees, ich mache mal auch hier den Drücker. Oh, nicht so leicht. Hier guckt euch das mal an. Toffifees. Also lang am Mann. So, guck hier. Ja. Da hast du diese Toffee-Umhüllung einmal vollständig, bis oben diese leichte Schokoinsel noch schwebt. Was auch dazu geführt hat, dass man, ich habe als Kind auch gerne so abgenagt, dass man hinterher diesen intensiven Schokoklecks-Geschmack hatte. Und der ist geil, Und hier ist das so ein bisschen, erst die Karamell, da fällt dann wahrscheinlich die Nuss rein. Jo. Oder vielleicht auch erst die Nuss und dann wird es von. Nee, ich würde sagen, erst. Karamell, so einen kleinen Boden wird da gelegt, da wird die Nuss reingedrückt, dann kommt die Schokomasse und dann wird der Stern drauf geklatscht. So. Und hier ist es ein bisschen. Ja, gut, aber es ist ja, der Richter ist auch ein völlig anderes Produkt. Sehen Sie doch. Komplett, also eine Optik anders aus. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe die taube Nuss, glaube ich. Ja? Und ich bin jetzt so drauf konditioniert, eine taube Nuss zu finden. Es geht. Die Nuss war jetzt nicht so geil. Nee. Was ich auch nicht mag, ist, die Schokolade von Toffifee ist ja relativ herb. Ja. Um das super Süße des Karamells natürlich auch angenehm zu kontern. Ja. Da brauchst du jemanden, der selbstbewusst auftritt und sagt, ich kann das. Hier ist es so, der tritt ja nicht mal zur Wahl an. Also ich habe das Gefühl, die Schokolade ist sofort weg. Also sie ist grundsätzlich süßer und weniger herb. Kann damit ihrer Löschfunktion zum süßen Karamell auch gar nicht nachkommen. Und jetzt wirklich schnell weg, der Karamellgeschmack, der ist auch hochgradig ordinär im Abgang. Aber wie krass. Guck mal, das fand ich sogar ein bisschen besser bei denen damals. Ja. War immer noch von dem. Das ist ein Toffee-Karamell. Irgendeine andere. Das ist anders. Ja, ordinär ist vielleicht. Gut, da war ich vielleicht ein bisschen. Milchkaramell vielleicht eher, ja. Aber es aber bleibt viel länger. Ja. Hm. Ja, stimmt. Und der dominiert auch total. Ja. Ich hatte Karamell zum Glück keine taube Nuss. Karamell dominiert. Aber ich fand so als Anlehnung an das, ich fand es mit, also es ist schon, also wenn es blind Verköstigung ist, würde ich sagen, es soll eine Toffifee-Nachmache sein, glaube ich. Und man erkennt es dann schon, manchmal gibt es ja Produkte, da kommst du nicht mehr darauf, was es überhaupt darstellen soll. Ja, genau, ne? Das wäre interessant. Und das ist schon mal ganz gut, also weil da erkennt man schon, dass es eine Toffifee-Nachmache sein soll. Die sich halt aber in geschmacklichen Nuancen unterscheidet. Aber ich,
Also ich glaube, ich hätte es jetzt geschmacklich, wenn ich es jetzt blind gegessen hätte, ja, bei der Nuss, ja, und beim Toffee, mhm, wäre ich so ein bisschen auf den, hätte ich gedacht, ach, das soll wahrscheinlich Toffifee sein. Ja. Aber ich finde diese Schokolade, ich muss auch noch mal eine essen, mhm, weil ich finde wirklich die Schokolade sehr enttäuschend. Also, weil die einfach, die ist nicht präsent genug. Ich find's krass. Die ist auf der Durchreise und die anderen haben Koffer mitgebracht. Ich schwör's dir, ich habe es vor 2 Jahren gegessen und ich habe es voll abgefeiert. Ich fand's richtig, richtig lecker. Aber das kennt man, manchmal verändern sich Produkte. Manchmal verändern sich die Produkte während der Zeit und sie werden schlechter. Auch das kann sein, ja. Kann man mal echt passieren, Rezeptur ändert sich, keine Ahnung, schlechte Haselnussernte. Ich finde die Nuss einfach echt nicht. Ich finde das nicht gut abgestimmt. Gut. Tut mir leid. Ja. Ich finde das echt nicht gut aufeinander abgestimmt. Es ist sehr süß. Es, wie gesagt, die Herbe der Schokolade kommt überhaupt nicht durch, weil sie nicht vorhanden ist. Ja. Sie verschwindet ganz schnell. Am Schluss bleibt so ein großer Toffee-Klumpen mit ein bisschen Nussbröselei. Aber das ist so, wenn du 1 und 1 und 1 zusammenzählst, kommt manchmal 3 raus. Mhm. Manchmal fragt man sich aber auch, wieso kommt da nicht 3 raus? Wir machen doch, ne? Und da musst du sagen, ja, die 1. Eine 1 ja, ist ja nicht gleich eine 1. Das stimmt. Also mir aber echt gut gefällt, ist das Karamell. Das ja, mag ich tatsächlich lieber von der Konsistenz. Aber bei den Toffifeedern klebt man halt immer zu lange am Gaumen, wenn man so drauf rumkaut. Mhm. Und deswegen fand ich das Karamell geiler, wegen der Konsistenz. Das hat so eine leichte Salznote noch, ne? Ja. Das hat mir echt besser geschmeckt. Aber das Karamell ist wirklich here to stay. Ja, also ich finde Schoko ganz schnell raus, die bleibt sozusagen nur zum Kaffee. Die Nuss sagt, eine Übernachtung ist drin. Ja. Und die haben ja gleich so einen 2 Wochen Urlaub gebucht. Ja. Der Toffee. Das stimmt. Der Toffee. Wenn man Toffee-Fan ist, ist vielleicht sogar, ich weiß nicht. Ich muss gleich mal das Original nochmal essen, ey. Ja, Wahnsinn. Ich würde sogar sagen, das machen wir jetzt. Ja. Aber ich brauche nochmal einen Wasserschluck, ja, weil es dann doch einfach auch sehr süß ist mittlerweile. Ja. Hat den Stuhl eigentlich irgendwie nach unten abgesackt? Oder bin ich einfach nachgesackt? Nee, ich glaube, du bist nach unten gesackt. Schon, ne? Nach unten gesackt, wie ist denn passiert? Mir kommt das nämlich auch so ein bisschen. Ja, nee, nicht. Du bist ja definitiv größer als ich. So. Nee, ich dachte nämlich nur so die ganzen. Ich komme jetzt sofort. Ja, das ist halt so. Ja, ohne was reisen. Überhöhten Zuckerkonsum so. Also. Ja. Krass. So, jetzt bin ich aber auch bereit für Toffifee. Ei, super. Also meine Erwartungshaltung ist natürlich jetzt gigantisch. Ja, ja. Aber Toffifee habe ich schon auch seit frühester Kindheit 1000 Mal gegessen. Ich nehme direkt den hier. Ich mache gleich noch mal einmal das Schnittbild auf. Ich möchte nämlich gerne noch mal einmal in den Querschnitt rein. Idee, ja. So. Ganz anders. Genuss ist ein Genuss. Ja. Auch die Schokolade. Die Schokolade hat hier einfach wirklich. Ist erfrischender. Die Schokolade, um noch mal bei dem Reisebild zu bleiben, die nimmt sich für mich gemeinsam mit der Nuss für ein verlängertes Wochenende das Zimmer. Und der Toffee bleibt eine Woche. Also alles insgesamt, du könntest mit einem kreativen Flugplan, könnte man die Reise noch aufeinander abstimmen. So. Wenn die ja wirklich sagen, ich dachte, ihr hättet euch vorher miteinander besprochen. Das stimmt. Aber ich mag das Toffee lieber. Vielleicht auch, weil ich da so wieder mal geprägt und ja, das ist das, ja, was ich erwarte. Ist auch nicht so penetrant wie bei Mr. Chocolate. Das ist schon relativ penetrant, ne? Ja. Das stimmt. Also tut mir leid, da kann ich auch wirklich nur. Das möchte ich. Ich muss sagen an dieser Stelle, mir schmeckt das bedeutend besser als das. Stimmt, es schmeckt besser. Im direkten Vergleich merkt man es erst. Ich habe das damals als Einzelnes getestet, da war es in Ordnung, aber im direkten Vergleich mit dem Original ist Toffifee der klare Gewinner. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, was mit den Haselnüssen jetzt los war. Also die Haselnuss bei Toffifee ist 3 Milliarden Mal besser. Das Gefühl ist, bei Mr. Choc ist irgendwie jetzt nicht so die beste Haselnuss, aber hier nicht erwischt. Nochmal einen hier durch. Ah, sieht aber lecker aus. Ja. Meine Güte. Das finde ich nämlich auch, weil guck mal, es gibt da nämlich noch diese eine geheime, eine Zwischenschicht. Ja. Da können wir gleich nochmal reingucken. Oh. Ist das hier auch so? Nee, ich glaube, da gibt es nichts Geheimes, oder? Nee. Nee, aber du siehst schon auch die Dreistufigkeit. Plus, ja. Nuss. Das siehst du bei beidem. Ja. Und das ist das eine, was so ein bisschen immer versteckt ist. Ui. Denn du hast hier diese, vielleicht können wir das gut einfangen da. Mega Querschnitt. Genau, du hast Toffee, braun, ganz drum. Dann kommt die Nuss, die da drin sitzt. Da drüber ist noch so eine Schoko-Toffee-Schicht. Und darüber ist erst Schoko. Ne? Ja. Und man denkt ja irgendwie, es ist Schoko. Ja. Und dann der Rest ist nur Toffee und nur Nuss. Und das ist bei allen dreien so. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber es ist schon noch mal was anderes. Ja, ne? Ist es.
Ist schon krass, wie die Nuss auch verrutscht. Ja. Ne? Also die Nuss gehört doch nach unten und nicht nach oben. Aber ist schon krass. Aber jetzt könnt ihr euch das mit nochmal mit dem Backenzahn, um das nochmal zu diesem. So ist diese Vorstellung, dass da drin hat sich so ein Schimmelloch gebildet, was von innen die Nuss aushöhlt. So ein schwarzer Bereich und alles ist voll Bakterien, die da rumschwirren und irgendwie ekel stinkt. Und in dem Moment, wo durch die Backenzähne das freigelegt wird, ich hatte Wurzelkanal. Da kommt wie so eine Giftgaswolke. Ich weiß den Geschmack, den hatte ich nämlich vor anderthalb Jahren. Hatte ich so eine lange Wurzelkanalbehandlung im Backenzahn. Da wurde auch sowas aufgestochen. Da kam genau, was du gerade sagst. Ich hab diesen Geruch, genau, es war schlimm, als wenn jemand gestorben wäre im Mund. Das ist schlimm. Also, oh Gott. Ja, die sogenannte taube Nuss. Oh Gott. Ist schon schäbig. Schrecklich, bin fertig. Ich bin auch fertig, ja, also definitiv. Geil. Also, interessant auf jeden Fall, was wir hier. Ich find's cool, dass sich mal jemand dran wagt, diese aus meiner bisherigen Erfahrung totale Dominanz von diesem Produkt einfach mal zu brechen und sagt, so, wir treten an. Das ist respektabel, aber. Ändert natürlich dann nichts dran, wenn man dann trotzdem sagen muss, ja, du warst mutig, aber nicht so gut. Er hat sich bemüht, sagt man so schön, ne? Er hat sich bemüht. Aber ich glaube auch, was du gesagt hast, dass das, wenn man die nur so einzeln probiert, dass man dann ein anderes Urteil fällen würde. Genau, man ist in Ordnung, ne? Aber mit dem Original ist echt wirklich Welten. So ein bisschen, ja, ist das leider so. Ja. So, Leibwende, wo war meine Schokokost? Ist Toffifee. Ein Euro, da sind wir. 1,35 Euro kostet die Schatulle. Nee, das ist okay. Ich habe sowieso den Eindruck, dass die Stork-Sachen relativ preisstabil sind. Oder nicht in so unfassbaren Sprüngen irgendwie. Es stimmt, da ist ein toller Vergleich. Knoppersriegel zum Beispiel, ne? Kostet 1,79 Euro. Nachmacher kostet 1,69 Euro. Da fragst du dich auch, warum überhaupt noch? Ne? Bei 10 Cent Unterschied. Genau, warum brauchst du es einfach? Ja, warum braucht man das? Muss schon ein bisschen mehr sein. Also war mal vielleicht was im Angebot, auch der Knoppersriegel, ich weiß es nicht, aber es war schon echt sehr, sehr nah dran. Ja, ja, und hier wird natürlich jetzt die psychologisch wichtige 1-Euro-Marke bereits in der Gesamtverpackung gerissen, was uns dazu bringt, dass wir hier auch natürlich einen Unterschied haben, der aber ja vielleicht auch bedeutsam ist, aber nicht ganz so dramatisch. Und vor allem mit Blick auf das, was am Ende des Tages wichtig ist, nämlich der Geschmack, muss ich hier ganz klar sagen, Toffifee kriegt den das ist nicht ein Rädchen, das ist auch nee, tut mir leid, ich bin hier mal ja, klar. Ich finde hier tatsächlich, habe ich einen relativ krassen Unterschied wahrgenommen. Da gehe ich wirklich mal auf 4 Uhr. Ja. Oder was auch immer. Nee, so, was sagst du? Im direkten Vergleich sieht es auch genauso aus, muss man auch. Echt wirklich, wenn es im direkten Vergleich ist, hättest du alleine gegessen, hätte ich so durchschnittlich gesagt, aber jetzt auch unten und da oben. Toffifee. Würdest du genauso? Ja, wirklich. Also gerade, ich war bei der Nuss jetzt so enttäuscht und ja. Ja, eine Nuss ist halt auch einfach so ein Nahrungsmittel, weil es ja quasi wie gewachsen kommt. Da musst du halt. Da gibt es auch solche Qualitätsunterschiede, ne? Ein großes Vertrauen. Ja. Eine Nuss ist etwas, da musst du dem Hersteller vertrauen. Ja. Dass er dir da eben keine taube Nuss oder sowas unterjubelt. Ne? Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir jetzt insgesamt noch haben. Wir sind schon ganz gut hier vorwärts gekommen, aber es gibt natürlich noch deutlich mehr zu verknuspern hier. Wollen wir vielleicht mal zu den Schokobon-Imitaten sehr gerne übergehen? Oder möchtest du zwischendurch jetzt mal was Würziges oder Prinzenrolle oder so? Würziges, Prinzenrolle. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht auf Toilette gehen müsste. Das kannst du natürlich machen. So ein bisschen, aber das ist selbstverständlich gar kein Problem. Also wir haben auch nicht mehr lange. Ich glaube, wir haben noch so 15 Minuten ungefähr. Vielleicht halte ich das dann sollten durch. Wir durch sein, ja? Ach komm, das halte dann machen wir das. Ziehen wir das durch. Dahin. So. Ja. Dann machen wir einmal hier. Ja. Das ich trinke 3 Liter Wasser am Tag. Deswegen. Ist auch gut so. Immer zum Durchspülen ist es ganz gesund. Nein, das ist ja nicht nur gesund. Vor allem, man kann ja auch den hungrigen Magen auch mal zeitweise überlisten. Ja. Mit einem guten Glas Wasser. Das stimmt. Wasser, ne? Ja, stimmt. Also. Das finde ich gut. Also, natürlich, Schokobons, das Original. Ich hatte ja den großen Kindervergleichstest, da waren sie auch ganz weit oben. Ich wäre so gerne dabei gewesen. Ich bin ja auch so ein riesiger Fan von Kinder. Ist geil. Ja, wer weiß. Vielleicht gibt es ja noch mal irgendwelche, noch mal so ein Imitatssendung, wo man sich ein bisschen mehr auf die Imitat. Es gibt natürlich unglaublich, wo Kinder draufsteht, kannst du sicher sein, es gibt ein Imitat. Oder bei vielen Sachen. Oh ja. Und wer ist der größte Kinderimitat? Lidl ist ja so krass dabei, ne? Die haben ja zu jedem Kinderprodukt ein Imitat. Das sind dann natürlich die Mr. Chocks, die Milchmäuse kommen von Lidl. Ich muss auch sagen, ich finde dieses Milchmäuse-Konzept inklusive, finde ich gut. Oder? Gefällt mir. Ja. Das hat so ein bisschen was, da steht dann nicht einfach Milch-Schokodrop oder so. Und die haben sie natürlich auch versucht, das ein bisschen zu
verniedlichen mit der lustigen Basicamp-Alien-Nuss. Ja. Aber es ist eher so, also die Milchmäuse, die haben schon mehr Tradition. Ja, ne? Finde ich auch. Die sind irgendwie süßer, das ist für was Eigenes auch drin bei den Mäuschen. Und das ist ja auch dieser Monte-Pudding von Aldi, ist ja von den Milchmäusen auch inspiriert. Achso, ne? Die haben sozusagen ihr eigenes geiles Sub-Label. Ja, ne? Ja, Milchmäuse sind das Aldi-Label. Ich habe schon gedacht, wenn es doch von den Milchmäusen Pudding gibt, wäre es nicht geil von, komm, wir machen hier Kinder-Schokobons-Pudding. Sollte Kinder vielleicht mal einen Pudding rausbringen? Das könnte gut werden. Ah, ja. Unbedingt einen Kinder-Schokobons-Pudding haben. Das wäre nicht schlecht. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Hat so ein bisschen Monte-Geschmack auch, ne? So das leicht. Ja. Das stimmt. Aber vielleicht sagen die auch, nee. Nee. Ketten und so ist nicht unser. Das ist ja obwohl, nee, das ist ja neues Segment, ja, ne? Ja, dass die da genau und da nicht rein wollen. Die sagen ja auch nicht plötzlich, wir machen Kinderchips. Ja. Obwohl, wer weiß, 10 Jahre später. womit wollen wir beginnen? Ich glaube. Nee. Oder? Also bis jetzt, war Aldi oder war Lidl immer besser? Wollen wir mal mit dem Lidl-Produkt anfangen? Ich glaube, tendenziell hat Lidl schlechter. Also die haben auch schon mal hier gewonnen im Vergleich. Ja, ja. Waren oftmals Gleichstand, aber ich glaube, ja. Genau. Probieren wir mal. Greifen wir mal rein in die Tüte. Hier ist mal wieder natürlich Alter, der Richter. Ich weiß überhaupt nicht, was das Problem ist. Also doch. Gucken Sie sich doch mal hier. Wieder so. Also so einen signifikanten Unterschied. Gucken Sie sich das mal an. Ne? Da bei dem Konk, also bei uns ist doch braun oben und weiß unten. Bei Schokobons ist doch ganz anders. Mega Zufall. Also, und auch das Rot, wir haben so ein richtiges Blutrot und sie haben nur so ein billiges Orangerot. Ich weiß nicht, was sie uns hier vorwerfen. Mein Mandant ist in allen Punkten unschuldig. Definitiv. Und wieder knirscht der Richter mit den Zähnen. Das ist aber schon frech, oder? Ja, so muss es ja auch gar nicht sein, finde ich. Ich erfinde es nämlich auch als frech und nicht als cool, sondern ich als frech. Deswegen. Dann lieber so eine Milchmaus, die ein eigenes Design hat, wo man sich denkt, okay, hat jemand Liebe investiert, ein bisschen eigenes Design und so. Dann lieber. So viel Liebe kann man. Das sehe ich ganz genauso. Also auch bei der Packung, ne, man sieht sofort hier, das geht, das schreit so aus jeder Pore irgendwie. Ich bin eine Nachmache. Ja. Da fühle ich mich auch billig. Ja, und das ist natürlich das Schlimme, weil uns das hier möglicherweise jetzt auch schon direkt negativ irgendwie prägen wird. Ja, leider, ne? Und das wäre natürlich ärgerlich. Aber gut, da können wir auch nichts dafür. Das ist aber ein krasser Hersteller, sehe ich gerade. Mir ist aufgefallen. Da kommst du nie drauf. Steht Brand Schokoladen GmbH. Das macht nur eine Zwieback, machen die doch. Brand mit DT. So viele Brands mit DT wird es wohl nicht geben. Das stimmt. Das ist ja irre. Brand bin ich mal gespannt. Machen Brand nicht auch russisch Brot oder solche ekligen? Nee, das ist, glaube ich. Zwieback. Ich glaube, können die nicht mittlerweile sogar zu der Schokettenfirma? Ich weiß gar nicht. Schokettenfirma. Sind aber ein bisschen heller, ne? Aber haben auch diese Lacküberzug. Ja, haben echt diesen Lacküberzug. Man sagt so, der Lack. Oh, der ist aber ganz schnell weg. Total weich. Super schnell weg. Hier ist aber nicht dieses Shellac drauf, was die Leute immer sagen. Ist nicht. Viel weniger Haselnussanteil, habe ich den Eindruck. Also, es ist, du siehst schon, das ist schnell weg. Man beißt drauf. Sehr weich. Die Füllung ist komplett schuppdiwupp. Ist weg. Verpufft. Aber ich muss ehrlich sagen, bei aller Negativität von Anfang, es ist gar nicht mal so schlecht. Das stimmt. Es ist schön süß. Aber das habe ich, vielleicht ist das auch die Sparmaßnahme. Vielleicht weißt du das ja mehr dazu. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt, dass es steht Schokolade drauf, aber es ist mehr süß drin und wenig Kakaoanteil. Es fehlt so dieses, was eine Schokolade rund macht. Das finde ich jetzt ja auch wieder. Ja. Die ist so, die kontert da nichts gegen, sondern sie ist da. Zum Anteil auch klein, obwohl die Schokolade, sehe ich gerade, 30% Kakao hat, was schon nicht schlecht ist, ja. Aber die sind vom Anteil her, vom Verhältnis, ne? Wollen wir mal direkt in den Direktkonkurrenz oder in die Referenz gehen? Offensive hier, ja. Sieht relativ ähnlich aus, also auch leicht dieses Glanzbild, nicht ganz so glänzend vielleicht, aber. Ist fester. Mhm. Du schmeckst direkt eine Haselnuss. Du schmeckst auch sofort diese ganz charakteristische Milchcreme von Kinderschokolade und so. Das stimmt. Ja. Ist eine viel rundere Angelegenheit. Ja. Muss ich einfach sagen. Das war wirklich primär süß. Süß? Ist das viel süß? Mehr Nüsse sind hier vielleicht doch nicht drin. Nee. Ich habe so gedacht, oh, ist das Crunch. Ja. Aber es kommt besser durch. Ja. Das ist irgendwie vielfältiger und charakteristischer vom Geschmack. Das ist deutlich mehr so auf der Süßstraße. Ja. Und ab und zu fährt man mal links oder rechts ran, aber sehr selten. Und hier hat man das Gefühl, nee, wir fahren nicht nur auf der Süßstraße, sondern wir sind ein vollbesetzter Bus. Ja. Mit ganz verschiedenen Charakteren. Richtig. So. Absolut. Genau, aber mittlerweile, also auch hier heute, mein Geschmack hat sich noch mal richtig, das ist wie eine Fortbildung.
eine Fortbildung. Ja, ja, für mich ist das immer eine Fortbildung. Für mich ist immer eine Fortbildung. Ich liebe das. Und immer Geschmack immer ganz anders geschärft hier. Wie krass. Also, ja. Ich weiß, ich sehe ja schon kommen, da kommt dann die Nachbetrachtung und dann nochmal der Toffee Nuts Test, ne? Und dann wird dann nochmal das Video, nimmst du offline erstmal. Nee, da muss ich ganz ehrlich. Die Geschmäcker verändern sich am Laufe der Zeit. Ich bin auch anspruchsvoller tatsächlich. Also früher war ich netter. Also nicht, ich bin immer nett, aber ein bisschen gnädiger. Guck mal, das süß. Ist doch schon auch süß, genau. Ja. Wir haben nämlich hier eine Milchmaus, die lacht und gleichzeitig so in ihrem Sarg schon liegt. Also. Oder? Ich meine, es ist halt so, ihr Schicksal ist besiegelt, sie weiß das, aber sie weiß, dass das Sinn und Zweck ihres Daseins ist. Das finde ich korrekt. So, rein damit. Mhm. Und Schokobons inspiriert. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Oder? Genau. Also lecker, ist was anderes, andere Konsistenz, ein bisschen mehr so. Praline. Vielleicht. Ja, naja, genau. So ein bisschen, ja, ein bisschen weicher von vornherein, ja. So, ne? Das ist ja eben mit diesem Shellac Crunch-Ding ja. Da. Ja. Aber ja. Die sind lecker. Die sind richtig lecker, die Milchmäuse. Total. Und es freut mich, dass sie die wirklich geadelt haben, indem sie auch so ein schönes Design da drauf bringen. Denn hier, guckt euch mal, schaut euch noch mal hier an, die lustige Baseball-Alien-Nuss. diese hier, ne? Yeah. Die ist schon so, guck dir das mal an. Jetzt, nachdem ich sie gegessen habe, sagte er, hey, aber ich hab's probiert. Weißt du? Yeah. So, ne, die entschuldigt sich dafür, dass sie nicht mithalten kann. Also, die finde ich jetzt, sie schmecken leicht anders, sie sind inspiriert. Ja. Also eindeutig inspiriert. Ja, aber lecker. Aber echt, da bin ich jetzt so ein bisschen an diesem, wo du eben bei den Scheiße, bei den Schokoleibniz warst. Ja. Wo du sagst, die sind. Ich finde, da würde ich jetzt fast sagen, die sind gleich geil. Ja, wirklich. Auf dieser, auf ihre Art geil und die sind auf ihre Art geil. Richtig. Und sie sind definitiv Honey und Nanny. Ja. Und nicht Honey und Conny. Richtig. So. Aber Berti, der ist derjenige, der hier, der sagt, der schleicht sich hier quasi unter falschem Pass ein. Ja, das stimmt. Und das kann ich nicht gutieren. Nee. Deswegen ist das definitiv der letzte Platz und ich muss ja auch ein bisschen Luft lassen. Ja. Denn ja. Ich gebe denen, glaube ich, beiden. Ja. Meine höchste Anerkennung. Ja. Also ein Pfeil in die gleiche Richtung. Ja, bin ich komplett dabei. Finde ich auch. Weil es sind beides tolle Produkte. Die haben beide echt das Beste rausgeholt. Was preislich. 2,99, ja, das ist so eine hochpreisige Angelegenheit. Ja. Das macht natürlich dann auch die Milchmäuse umso attraktiver. Krass. Und die Mr. Schock Milchknirpse, ja, sie kosten, aber das kann doch wieder nur, hier haben wir eine Abweichung. Aber ich glaube, die eine Packung ist ein bisschen größer. Deswegen sind sie nämlich auf 100 Gramm gerechnet. Doch, beide gleich. So habe ich es zumindest ausgerechnet. Und das ist nur zu erklären, dass, wie gesagt, in denen hier ein bisschen mehr drin ist. Ja. In den billigeren. Ergibt das Sinn? Oder umgekehrt? Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das ist ja am Ende des Tages das Wichtigste. Ja. Bei der Sendung wird ja eh immer viel interpretiert von dem, was ich sage und was ich sagen möchte. Es geht ja nicht immer, ist ja nicht immer deckungsgleich. Also, hier mache ich einmal den Senki-Bär. Und auch Milchmäuse, das erste Produkt, glaube ich, bei mir, wo ich, ja, Milchmäuse-Pudding war ja auch, erste Mal, wo ich einen Gleichstand habe. Krass, super. Und das freut mich, dass es an die sympathischen kleinen Mäuse im Sarg geht. So. Aber Mr. Chock, tut mir leid, ich brauche ja ein bisschen Sicherheitsabstand. Ja. Es ist nicht kein Desaster, deswegen geht es nicht so richtig nach unten. Aber es ist deutlich, es ist ein mega Unterschied einfach zu den Milchmäusen von Aldi. Ja. Und ich ziehe komplett mit dir gleich. Da gibt es kein anderes, definitiv. Ja. Ich bin nämlich echt großer Milchmäuse-Fan. Oh, ja, bin ich ab jetzt auch, muss ich sagen. Das ist eine schöne Alternative. Die waren schmackhaft, super. Preisgünstig noch dazu. Und vor allem Kinder freuen sich ja genauso drüber. Ja. Über die, oder vielleicht noch mehr, weil es süße kleine Mäuschen sind und nicht diese bebrillte Schokobon, die aus dem Baum fällt oder so. Richtig. Ne? Tja, gut. Wir haben nicht mehr ganz viel Zeit, aber ein bisschen haben wir schon. Ja. Also, wir müssen definitiv die Mini-Salamis noch mitnehmen. Bin ich dabei. Jetzt wird die Frage. Was Salziges, ja. Wollen wir blind? Oder wollen wir noch die kommen auch ein anderer. Aber machen wir die vielleicht ein andermal. Dann kommst du ja auch einfach noch mal wieder. Ja, gerne. Und dann machen wir das Ganze gerne. Noch mal und erweitern es um andere Produkte, die es dann ja auch gibt. Und dann haben wir schon mal ein bisschen was, worauf wir uns freuen können. Oder nicht? Das sehen wir dann. Oh je, Mini. Wollen wir zur Salami schreiten dann? Ja. Gut, so. Hier haben wir dreierlei. Geil. Beefy, natürlich. Das
Original kennt man seit Kindheitstagen, haben, glaube ich, auch schon mal so einen goldenen Windbeutel, wurden sie nominiert. Ja, ja. Die haben hier wohl wieder mal auch die Größe von 25 Gramm auf 22,5 Gramm. Was, das ist eine komische Größenordnung? Ja, den Preis wieder so versteckt, ein bisschen erhöht. Das hab ich gar nicht mitbekommen. Doch, doch, da ging mal, da ging mal ein Raunen durch die Medienlandschaft. Mensch! Ich gebe dir mal einmal hier das Original. Gerne. Stimmt, 22,5. Normalerweise hat eine Minisalami nämlich 25 Gramm. Genau. Und dank dir habe ich wieder was erfahren heute hier. Ja. Das war mir nicht bewusst. Genau, die Konkurrenten aus dem Haus Gut und Günstig, Edeka und Lidl, krass, die haben nämlich die 25. Ja. Die haben das noch nicht mitbekommen. Krass. So, und die gibt's auch im schönen Zweierpack. Ja. Ich gebe dir mal direkt eine rüber. Und hier ist die Minisalami von Milano. Ah, super. Das ist jetzt Lidl, naja. Genau. Kann man es erdrücken? Das ist eine gute, ich versuch's auch mal gerade. Ich drück mal die Wurst hier. Drück mal die Wurst. Aber die sind alle sehr hart. Ja, aber die Beefy ist einigermaßen nachgiebig. Ja. Ne? Das stimmt. Das ist nämlich das, was ich von den Discountermarken noch kenne, dass die manchmal sehr, sehr hart sind. Ja. Aber unterschiedlich. Du hast halt komplett, mal hast du eine harte Wurst, hast du eine weiche Wurst und deswegen habe ich da immer Wurstprobleme mit. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja? Das hier ist ein ganz anderer Prängel. Der ist richtig stramm, der ist sehr fest. Ja, manchmal sind die weicher, manchmal sind die härter. Es ist echt so eine. Ja, das kann sein, dass die, wie gesagt, wir reifen schon ein paar Jahre. Ja. Sollen die nächsten drei sollen uns wohl auch nicht schaden. Irgendwie seltsam manchmal. Und die ist ein bisschen weicher. Ja. Aber sind trotzdem, beide Würstchen sind strammer und fester. Ja. Die Beefy, das ist so ein bisschen so, ja, man drückt in so, ja, dann bleibt halt was. Macht man das nicht immer in der Obduktionshalle, wenn man so den Tod versucht festzustellen, wann und so? So, man drückt rein und je nachdem, wie schnell das wieder rauskommt, oder macht man das nur bei Steak? Und dann macht man das nicht, wie alt die Haut ist? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es nicht, aber es gibt sicherlich, es gibt so Sachen, wo man genau irgendwie so guckt. Reindrückt oder so. Oh, wie elastisch kommt es zurück? Ach, du liebe Zeit. Okay. Ja, gut. Steigert den Appetit. Das Witzige bei sowas, bei so einem Produkt wie Beefy. Ja. Da würde ich ja denken, ne, das ist halt, klar, die können die Rezeptur immer haben, die können sagen, so und so viel Salz, so und so viel Räucher. Bei dir klappt's direkt. Manchmal rutscht die Wurst bei den Handelsmarken nicht so richtig raus, finde ich. Aber jetzt kommt die Wurst raus. Oh, ganz, guck mal, jetzt kommt sie raus. Innenpelle. Ganz wunderbar schlupft sie nach oben. Das klappt nämlich bei denen manchmal gar nicht. Ja. Und vor allem, was ich bei Beefy dann doch sehr interessant finde. Ach, lecker. Weil es ja am Kern ist, es ist ja eine Fleischzubereitung. Ja. Und so eine Fleischzubereitung immer auf dem exakt geschmacklich gleichen Level zu halten, das ist ja wahrscheinlich nicht so leicht. Glaube ich auch. Oder da sagt jeder, ja, da ist zwar Fleisch drin, aber der gesamte Geschmack ist drumherum, den man immer reproduzieren kann durch die richtigen. Keine Ahnung, aber Beefy schmeckt. Ich will mal gucken, ob es noch so schmeckt, wie ich es in Erinnerung habe. Für mich ist das typisch Beefy. Mm. Ein bisschen säuerlicher vielleicht. Hat es ein bisschen anders in Erinnerung. Aber säuerlich finde ich auch. Es kann natürlich auch am Süßen liegen, mit dem wir uns jetzt sehr, sehr stark beschäftigen. Komplett, weil der Kontrast so krass ist, ne? Aber ja, so ein bisschen säuerlich. Aber ist ein bisschen, ne? So eine das ist also. Hatte irgendwie noch. Ich weiß nicht, ob es jetzt typisch Beefy war. Aber hier muss ich auf jeden Fall nochmal durchspülen. Das ist schon sehr. Also das Kaugefühl ist für mich typisch Beefy. Es ist stramm, aber nicht zu stramm. Mhm. Ist einigermaßen nachgiebig. Nicht zu fest. Ich hab das Gefühl, dass meine Beefy ein bisschen härter war, als ich sie sonst kenne. Aber kann sein. Manchmal sind die Würste echt so unterschiedlich. Ich habe die noch mehr geändert. Also die säuerliche verwirrt mich. Wenn ich das jetzt blind getestet hätte, hätte ich gesagt, nee, don't know. Das ist keine Beefy wahrscheinlich. Ja. 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 Und bei Beefy ist natürlich auch so, wer da sagt, Sergeant Schwabbel und Captain Knorpel sind, die gehören wahrscheinlich zu einer Salami. Also da hast du gerne mal was Stückiges dabei. Ja. Das ist so ein Knorpelkammer, die sich im Backenzahn festlegt und du kannst sie erst rausfräsen. Oh mein Zahn Gott, ja, so. Ja. Oh. Naja. Nö, okay, also ist eine Beefy, Minisalami, mal gucken. Die fühlt sich mir weicher an hier, die Gut und Günstig. Ja. Also, fandst du jetzt weicher als deine Beefy? Ja. Meine Gut und Günstig fühlt sich weicher an als die harte. Guck mal hier. Ich meine Beefy mal an. Das ist hart. Stimmt, aber die fühlt sich. Da? Ich hab. Jetzt fühlen wir meine Beefy. Deine Beefy ist weicher. Ist weicher, ne? Siehst du, ich hab's gerade. Meine ist härter, die Beefy ist weicher. Das ist echt krass bei den Würsten, dass du echt unterschiedliche. Jetzt wollen wir uns schön unsere Würstchen angefasst haben. Du wirst das zum Schluss machen, ja. Das werden wahrscheinlich schon Leute ausgefliegen. Ach, guck mal, hier ist auch keine, hier ist keine Zwischenhaut eingelassen. Super, kann man direkt raus. Ja. Bin ich gespannt. Scheiße, sorry. I sagt man nie, aber. Schmeckt geräucherter. Ja. Und dieser geräucherte Geschmack kommt stärker durch. Das mag ich nicht so. Ich mag es nicht geräuchert. Ja.
Er hat mehr so dieses Gefühl, wenn ihr zum traditionellen Metzger reingeht. Und da hängen hinten die geräucherten Würste. Ja, die Metzgerchen und sowas. Und das mag ich gar nicht. Ich mag es immer ein bisschen mehr softer. Muss man mögen. Also. Ist ein bisschen was trockener auch, ne? Ja. Oder? Vielleicht ist da weniger Fett drin. Ich weiß es nicht genau. Schmeckt stark geräuchert. Das stimmt. Mal kurz gucken, im Fettgehalt. Wir wollen es gar nicht zu sehr kompliziert machen. Nee. Gibt es da so einen Anteil? Ja. 44 Gramm pro 100 sind hier in der. Ich möchte gerne wissen, wie die sich das quasi erkauft. Beefy sind 45. Ja, das eine Gramm macht dann wahrscheinlich. Ich mache es einfach mal, wir haben die Lösung. Ja. Ja. Ich würde eher zu Beefy gehen, glaube ich. So, jetzt gucken wir nochmal hier. Das ist für mich das härteste Würstchen, die Giulano. Die kommt jetzt von Lidl, ne? Ja. Ja, die ist wirklich. Fühlt sich sehr hart an, ja. Ja. So. Ach, guck mal, auch wieder keine Hülle. Haben die abgeschafft anscheinend. Ja, oder das ist so ein Beefy-Patent-Ding. Ne, so. Ich dachte, ich hätte früher immer Hüllen gehabt und ich habe die Würste nie rauspressen können. Das hat mich so genervt. Dann hast du da gesessen und so. Ja. Weil haben es einfach nicht hinbekommen. Den Geruch finde ich ein bisschen unangenehm. Ach Gott. Boah, es ist einfach zu viel Wurst, oder? Ein bisschen war so Ammoniak-Autobahntoilette. Oh Gott. Oh Gott. Ganz bisschen. Oh, aber Colin, du hast genau recht. Oder? Scheiße, wenn man so dieses Bild typische, im Kopf hat. Echt. Okay, auf drei mache ich die Tür auf. Luft dann halt. Scheiße. Oder so ein bisschen Auto. Es tut mir auch jetzt gerade leid. Nein. Das, aber also, das Herz ist ein Autobahnoberhinein. Das ist echt schrecklich. Aber du, wie schlimm. Gut. Die ist aber auch stramm. Wenn du den Mund hast, dann musst du aber richtig arbeiten, mein Freund, für dein Geld. Oh, scheiße. Ja, aber echt. Boah. Das ist sowieso ein Trockenbau. Der Geschmack ist nicht schlecht, aber. Geschmack ist gut. Ist schon richtig gehend bröselig. Ein bisschen trockener ist sie bei mir auch. Ihr kennt das. Beefy Roll. Beefy Roll mit diesem Teigmantel. Ja. Da sind die Würstchen drin ja auch immer so trocken. Ja. Die sind ja nicht so, wie man diese Beefy als Einzelgut kennt. Und daran habe ich das gerade erinnert. Dieses Aber ich bin froh, dass dieser Geruch nicht sich im Geschmack setzt. Ne? Das finde ich auch. Also ehrlicherweise muss ich sagen, auch die diese Lidl-Variante finde ich. Aber mir ist die zu zäh. Echt? Ich finde die gerade sehr. Ich mag die geschmacklich am liebsten, tatsächlich. Könnte alles ein bisschen weicher sein, aber geschmacklich mag ich sie echt. Oder mochte ich doch die Beefy lieber? Probier sie bitte nochmal. Ich habe das Gefühl sogar, dass ein Hauch von Plastikgeschmack mit in der Wurst. Essen wir die Beefy. Nee. Ja, Beefy ist schon geiler. Also den Grundgeschmack mag ich auch. Ja. Aber. Wie gesagt, sie ist vom Bröseligkeits-Festigkeitsbild her ist sie mir nicht so charmant. Ach scheiße, ich habe gar nicht die Beefy gegessen. Ich bin total hier im Wurst. Wahn. Das ist die Beefy. Oh. Aber der Beefy-Geschmack ist mir irgendwie. Das Säuerliche ist immer noch da, obwohl ich quasi quer gewurstet habe. Ja. Und ich muss sagen, Beefy-Geschmack ist noch da. Und. Weil die letzte Wurst so schlecht war, habe ich die Lidl-Wurst als so gut wahrgenommen. Beefy bleibt besser. Also einfach der. Weil die gut und günstig Salami war so wenig meins vom Geräucherten, dass ich dann einfach dankbar war für die etwas weniger geräuchert schmeckende Lidl-Wurst. Beefy bleibt besser. Das stimmt. Auch wenn Lidl echt nicht so schlecht ist. Also die Unterschiede sind wirklich spürbar. Mhm. Ich bin nur ein bisschen verwirrt, weil mir die Beefy jetzt im Vergleich bei weitem nicht so gut mehr geschmeckt hat. Wie früher. Ja. Oder? Ja. Oder wie in meiner Erinnerung, möglicherweise tun wir Beefy natürlich unrecht, dadurch, dass wir so viel Schokolade gegessen haben. Aber wie gesagt, auch nach diversen Bissen von den anderen Würstchen, habe ich gerade diesen Geschmack noch mal wieder gehabt. Ja. Ich meine auch, Beefy hat früher anders geschmeckt. Mhm. Komisch. Aber ich muss sagen, ich fand die von. Das ist, glaube ich, dieses Geräucherte. Wenn du sagst, diese Spezialnote. Deswegen kann man das nämlich echt mögen und kann sagen, deswegen, ich bin halt kein Räucherfan. Ne? Ja. Das sagt nichts über die Qualität aus, sondern nur, weil ich nicht so. Ja. Weil da würde ich nämlich fast sagen. Also, die Beefy ist die lätschigste, die weichste. Ja. Danach kommt die geräucherte von gut und günstig. Ja. Und also quasi wirklich wie so trockener Mörtel im Eimer, das ist fast die Lidl-Wurst. Ja. Das sagt nichts über den Geschmack, primär nur über die Konsistenz aus. Aber, also ich bin von keiner begeistert. Nee, stimmt, das ist, kann ja mal ein Produkt, muss ja nicht immer das Original besser sein, wenn man das Produkt einfach nur okay findet. Ja. Dann kann man ja gar nicht nach oben gehen mit einem Pfeil. Das stimmt. Das ist ja bescheuert. Ich habe schon wieder so diverse Sachen zwischen den Zähnen. Gut, dass wir uns dafür als letztes entschieden haben. Da war die Giulano. Ja. Ah, guck mal, hier wieder. Also, das ist wirklich diese Discounter-Absprachen. Stell mal, der würde doch, stell mal vor, Lidl sagt jetzt spontan, wir senken auf 56 Cent. Ja.
Da würden die wahrscheinlich bei Edeka und Aldi würden die sagen, wo bleiben die Kunden? Was ist da los? Ja. Könnt ihr euch das erklären? Ja, klar, die haben irgendwie einen 3-Cent-Discount gemacht. Ich war noch mal die Mengen, denn weil das ist für 2,59. Genau, ja, ja. Für zwei Würstchen, das heißt, auf 100 Gramm haben wir hier mit der Beefy 1,84 und mit den anderen beiden 1,18. Okay, 1, schon günstiger. 18. Es ist deutlich günstiger. Mhm. Und jetzt wird es schwierig. Also, was ich für mich festhalten kann, ist, dass mir die Dulano von Aldi, Lidl. Durch Lidl. Dieses. Ja. Das kommt nicht rüber, da ist ein bisschen eng da. Durch den Geruch. Nee. Durch den, ja, durch dieses bröselige, ja, und dieses trockene. Der Grundgeschmack war nicht schlecht, aber das Problem ist, wenn er zu lange auf sich warten lässt. Das ist, wenn du im 20. Stock wohnst, du stellst unten, die Pizza kommt unten an, du hast keinen Fahrstuhl. Unten war sie vielleicht lecker. Aber was bringt mir das, wenn ich im 20. Stock bin? Nee, gar nichts. Dann ist sie halt kalt. Ist halt kalt, das stimmt. Und das ist einfach hier so mit dem Geschmack. Und deswegen geht das für mich ganz klar nach unten. Mhm. Die Beefy kann ich jetzt aber auch nur so in so eine, also ja, es geht nur um die Relation, das ist klar. Ja. Und die gut und günstig ist für mich tatsächlich auf gleichem, ja? Ja, genau. Würde ich jetzt nicht sagen. Ja, es liegt auch daran, ich bin nicht der größte Wurst-Fan tatsächlich. Mhm. Und deswegen mag ich wahrscheinlich auch die Lidl am liebsten, weil sie am wenigsten nach Wurst schmeckt. Das kann sein. Macht keinen Sinn, aber also. Ja, also ist für dich jetzt im Vergleich tatsächlich die Lidl. Ja. Ja. Welche, soll ich Ihnen einfach den? Also ja, die durchschnittlich. Also Beefy und Lidl sind für mich vom Geschmack her gleich auf, vom Geschmackserlebnis her. Mit einem normalen. Ja, mit einem normalen zur Seite, ne? Ja. Mhm. Also gleich auf. Beefy schmeckt halt schon noch ein bisschen besser und wahrscheinlich ist auch die gut und günstig. Was würde wohl Stiftung Warentest sagen? Das würde mich auch mal interessieren. Was würden die wohl sagen? Und die sagen, gut und günstig hat den besten Räuchergeschmack? Ich weiß es nicht. Ja, oder die kennen mit so einer Nuance, die wir noch überhaupt nicht mal, wir wussten nicht mal, dass es das Wort gibt. Ja. Weil die damit sowas kommen, ne? Das, die ist so. Deswegen muss ich leider nach unten gehen. Knorzig. Gerade gut und günstig. Aber nur, weil es mein persönlicher Geschmack ist. Ja. Genau. Das soll ja auch hier der Richtmesser sein. Wertet nicht die gut und günstig Salami ab. Nö. Ich kann aber sagen, ohne genau drauf zu schauen, dass wir ein relativ harmonisches Geschmacksbild hier beide abgegeben haben. Ich würde auch nicht sagen, dass wir uns da gegenseitig groß in die Karten haben, also beeinflusst haben. Überhaupt nicht. Das würde ich behaupten. Ja. Und es ist auch nicht so, dass immer das Original gewonnen hat. Meistens, glaube ich, ist es schon so, dass wir da die Tendenz nach oben gesehen haben. Aber es gab einige wirklich spannende Produkte. Absolut. Die Milchmäuse, die Montecreme-Geschichten zum Beispiel. Wahnsinn. Also da waren einige schöne Sachen dabei. Stimmt. Ja, und vor allem für mich die größte Erkenntnis dann noch, dass die Billigheimer teilweise solche Unterschiede dann noch haben. Ja, untereinander, das hätte ich auch nicht gedacht. Ich hätte gedacht, die haben immer so den gleichen Taste. Ja, genau, das ist alles so der gleiche Stuff. All die von Lidl unterscheiden, aber es ist krass. Ja, das kann man auf jeden Fall. Wahnsinn. Das müssen wir irgendwann auch noch mal machen, weißt du, dass man wirklich die Doppelkicks der Discounter so. Runners up, so. Wer darf in den Thronsaal, um bei Leibniz vorstellig zu werden, so. Ja, Daniel. Hammer. Wir haben es geschafft. Ich danke dir sehr für deinen Besuch hier. Ich hoffe, es war für dich auch einigermaßen unterhaltsam und spaßig. Ich danke dir. Ey, so schnell ist noch nie die Zeit rumgegangen. Meine Videos gehen normalerweise 5 bis 7 Minuten. Und jetzt, wie viel Zeit ist vergangen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, 2 Stunden hocken wir hier locker. Fühlt sich an wie 20 Minuten. Krass. Das freut mich. Das ist das schönste Kompliment, das man quasi machen kann. Wirklich. Und du gehst auch einigermaßen gesättigt in den Tag jetzt. Ja, auf jeden Fall. Kannst du schon sagen, was steht bei dir demnächst mal auf dem Kanal an? Oh, hast du schon so Pläne oder bist du sehr tagesspontan? Boah, tagesspontan, immer wenn ich ein neues Produkt dran kriege, versuche ich das irgendwie ganz schnell zu bekommen tatsächlich. Sehr, aktuell mache ich sehr viele vegane Produkte auch, was ich sehr spannend finde in dem Bereich. Fall. Tatsächlich, ja. Auf jeden Fall super, danke, dass du da warst. Junkfood Guru, meine Damen und Herren, für alle, die ihn noch nicht kennen, ist sein Kanal und bist auch überall sonst Social Media mäßig zu finden. Instagram, was du gibt und so, ja. Und würde mich sehr freuen, wenn du auch noch mal zu gegebener Zeit wiederkommst, denn wir haben noch hier ein paar Produkte. Ja. Und da du, glaube ich, auch als jemand, der da sowieso immer so wunderbar scoutet und viele Vorschläge und sonst was mitbringen kann, freue ich mich auch sehr, wenn ich davon selber profitieren kann, dich im Studio zu haben, nicht nur um 2 schöne Stunden zu haben. Daniel, danke, dass du da warst. Gerne. Ich hoffe, ihr habt auch was Feines gefunden. Ab in die Kommentare damit, ob ihr Sachen ganz anders seht. Wir konnten natürlich wirklich nicht alles und alle Konkurrenten hier raustun. Sollte eine bunte Mischung sein. Wenn ihr mal Vorschläge habt, geht doch mal auf die Straße, geht doch mal dahin. Getränke zum Beispiel haben wir noch gar nicht hier gemacht. Stimmt. Einfach mal raus mit den Vorschlägen und dann gucken wir mal, was wir demnächst hier verköstigen bei Löffel, Messer, Gäbel. Also, macht das gut. Hopp, 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 hopp.